Es ist der 18. November 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der ist wie immer nicht allein im Sendegarten, zum Glück. Ich begrüße ganz herzlich die Mitsendegärtner Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Guten Abend zusammen. Und die Vera ist auch da. Guten Abend, Vera. Hallo. Wie war das? Alle guten Dinge sind drei. Da haben wir noch den dritten im Bunde, das ist der Lars. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und vielleicht kommt die Claudia späterhin auch noch dazu. Wir haben sie schon gehört, aber sie ist nochmal aus der Leitung verschwunden. Also die Strippe nach Wien ist gezogen, aber wir schauen mal, was passiert. Aber wir haben noch etwas. Diesmal nicht wie beim letzten Mal eine, wie hatten wir es genannt, Oga-Folge, eine ohne Gast-Folge, sondern wir haben heute wieder eine MG-Miga-Folge. Naja, also mit Gast. Und wir begrüßen ganz herzlich eine wunderbare Stimme aus dem hohen Norden. Das ist der Benni. Guten Abend, Benni. Hallo, schönen guten Abend, danke für die Einladung. Ja, gerne. Ich freue mich ja, dass du gekommen bist, wirklich. Und das war relativ kurzfristig. Ich war wieder... Durchaus, ne? Ich wieder, ne? Planen ist echt nicht mein Ding und vorausschauen, planen schon zweimal nicht. Und es ist immer... Also ich meine, die nächsten Gäste haben wir schon. Insofern stimmt das nicht ganz, aber ich habe mich total gefreut. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei dem Björn, dem Hobby-QS, bedanken für erstens für den Vorschlag, den Benni mal einzuladen. Hätte er gar nicht zu sagen brauchen, wollte ich sowieso mal gerne hier auf der Bank haben. Aber er hat dann auch den Kontakt hergestellt, also zumindest technisch. Ist nämlich gar nicht so einfach, jemanden per DM anzuschreiben, mit dem man sonst vorher noch nie was zu tun gehabt hat, da sagt dann Twitter schon mal, geht nicht. Und aber da hat dann der Björn das geholfen. Und der Benni hat einfach gesagt, kenne ich nicht, mache ich trotzdem mit. Auch super, ja, vielen Dank. Kenne ich nicht, stimmt ja so in der Form nicht. Also das ist ja alles bekanntes Territorium. Territorium, genau. Weißt du, was ich meine? Terrarium? Ja, genau. Du bist doch eher ein Spezialist für Aquarien. Ja, das stimmt, ja, vielleicht deswegen. Ja, also wer denn Benni noch nicht gehört, ich sage immer, ist Benni denn eigentlich richtig? Das klingt so wie Benni Beiner, das ist so eine, ja, okay. Also, was willst du denn sonst sagen? Möchtest du Benjamin sagen? Keine Ahnung, den seriösen Namen halt. Also eigentlich laufe ich unter Benni, sowohl in den anderen Podcast-Produktionen als auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Selbst meine Mutter sagt das, okay. Obwohl sie sich dann immer selbst auf die Finger haut, weil sie ja mich extra Benjamin genannt hat, damit sie, weil das ist ja mein Name und nicht irgendwas anderes. Und dann, wenn sie dann doch mal Benni sagt, dann tut ihr das immer, dann ärgert sie sich immer ein bisschen. Aber eigentlich ist das, ist das so der richtige Name. In okay, der Schule wurde ich Ulle genannt, aber das ist immer ein bisschen was anderes. Ulle? Ulle, wie der Radfahrer. Ach, wegen meinem Nachnamen, wegen meines Nachnamens. Ulrich, ja. Ach, du heißt Ulrich mit Nachnamen? Das weiß man ja nicht. Das hast du nicht verraten. Oh, Datenschutz. Jetzt weiß ich. Psst, psst. Nein, ich dachte, Benni ist so eine Koseform, die irgendwann so mit der Pubertät irgendwie nicht mehr so wohl gelitten ist. So hätte ich jetzt gedacht. Nenn mich ja, nicht danke. Benni! Oh, keine Ahnung, ich wüsste nicht, wie man mich sonst nennen sollte. Also passt schon. Okay, ja, das ist ja gut. Dann ist ja gut. Und den Benni kann man hören im High Alarm Podcast. Also zumindest höre ich ihn da. Ich weiß nicht, hast du noch andere Podcast-Angebote, die ich vielleicht gar nicht recherchiert habe? Ja, tatsächlich habe ich noch einen weiteren, aber das ist um Gottes Willen. Ganz selten und ganz versteckt tatsächlich. Also so ein Personal Podcast von einem Freund von mir, in den ich so ein bisschen reingerutscht bin und wir sind das plötzlich dann zu zweit gemacht haben. Und das ist so ein klassischer, ne? Ja, du hast auf deiner Webseite, auf deiner Twitter-Seite hast du ein Foto, wo du so ein H1 in der Hand hast und da sind zwei Personen drauf und da ist ein Logo von einem Podcast. Da habe ich vorhin draufgeklickt, dann war aber ein 404. Also dann habe ich gedacht, okay, das Projekt ist schon tot. Nee, also es ist so mitteltot, das stimmt so auch nicht, aber wir... mitteltot, ein bisschen tot, okay. Also es ist halt inzwischen so ein zwei Typen Anfang 30 reden über den Alltag-Ding, also wo es eigentlich wirklich genug von gibt. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Foto du meinst, aber das Ding heißt Bommelshow und wir sind insofern so halb Hiatus-mäßig unterwegs, weil seit mein Podcast-Partner Max ein Kind bekommen hat, hat er nicht mehr ganz so viel Zeit dafür. Ich will natürlich nicht nur ihn dafür irgendwie beschuldigen, aber wir haben das mal wöchentlich gemacht.
Aber das, wir hapern da auch immer noch an technischen Hürden teilweise gerade seinerseits. Klingt manchmal nicht ganz so großartig. Aber naja, es gibt es auf jeden Fall. Und aber da hat man nicht viel verpasst. Das Foto, was du meinst, habe ich gefunden inzwischen. Ja. Das war... das war für so, das war ein Gastbesuch für Den macht sogar meine Oma. Den kennt ihr vielleicht. Das, also Den macht sogar meine Oma ist ein inzwischen auch beendeter Podcast von... Wie heißen denn? Euer lebt ja noch. Ja, genau. Nee, Niklas Vautek und hier, wie heißt der andere noch? Ach, weiß nicht. Da ging es auch wieder um Fußball. Und ich habe jemanden interviewt dafür, als Gastbeitrag quasi. Das war dieses Foto, was du meintest. Genau, und da stand irgendwas mit Blumen, glaube ich. Da habe ich noch gedacht, ach guck mal, das ist eine schöne Referenz, ne, von Sendegarten zu den Blumen, die da genannt werden. Und dann war aber, ging das halt nicht. Da ist meine Moderationsidee hat sich da in eine 404 verwandelt. Aber darunter, genau unter dem Bild, unter dem Tweet, gibt es tatsächlich einen Link zu dem gerade benannten Podcast Bommel Show Entertainment bei Spotify und so. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt zweistellige Hörer haben. ein paar ziehen sich das rein. Ja. Bommel-show.de, genau. Ja, genau. Aber eigentlich geht's bei mir podcastmäßig vor allem um den Heierland-Podcast. Ja, das ist das wichtigere Projekt auf jeden Fall. Das hat jemand im Chat gepostet. Stimmt, ja, richtig. Das ist absolut richtig, genau. Die letzten Folgen klangen furchtbar. Hört euch das nicht an. Aber wir sind auf dem Weg der Besserung. Ja, wenn das Kind mal aus dem Gröbsten raus ist, dann wird das auch schon besser werden. Ja, wir hadern immer noch so ein bisschen mit der Technik. Manchmal treffen wir uns halt auch zusammen und dann stelle ich in Anführungszeichen nur so ein Zoom in die Mitte und ich bin da manchmal noch etwas ungeschickt mit der Konfiguration. Das merke ich aber logischerweise erst hinterher. Ja. Weißt du, was da hilft? Sich so einen Experten wie den Sebastian reinzuholen ins Team. Das hilft. Ja, glaube ich. Ja. Also ich bin sowas von entspannt, seitdem Sebastian in den Reglern sitzt. Das kannst du gar nicht sagen. Er findet immer eine Lösung. Es gibt eigentlich kein Problem, was er nicht irgendwie gelöst bekommt. Dankeschön, Sebastian. Ich sag's zum tausendsten Male. Dankeschön dafür. Es ist immer gut, Leute zu kennen, die ihr Handwerk beherrschen. Ja. Ja, genau. Ganz genau. Die nicht fragen, was passiert denn, wenn ich jetzt auf diesen Knopf drücke, sondern die wissen einfach, was passiert, wenn man auf diesen Knopf drückt. Ich habe gerade, noch bevor die Aufnahme lief, zu Benny gesagt, das ist alles ganz entspannt hier, fühle ich wie zu Hause. Und da sagt er, ich bin zu Hause. Das fand ich eine sehr gute Replik. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet, aber es ist in der Tat so. Vielleicht ist für alle, die das jetzt hier vielleicht zum ersten Mal hören, wahrscheinlich ja niemand, aber trotzdem, wir sind hier alle nur über einen technischen Trick zusammengeschaltet. Eine Software, die sorgt dafür, dass wir von Hamburg über das Ruhrgebiet, über Nordrhein-Westfalen, über Hessen bis nach Wien alle an unterschiedlichen Orten sitzen können. Corona-konform haben wir Abstand eingehalten. 1,5 Kilometer ist das Mindeste, was uns trennt. So können wir das hier ganz locker machen. Ja. So, aber mehr zu Benny und so weiter kommen wir gleich. Aber ihr hört schon, es macht Spaß, ihm zuzuhören. Ne? Also er hat diese lockere Art zu sprechen und dieses hamburgerische oder norddeutschen Einschlag. Also ich mag da einfach unheimlich gerne zuhören. Ja, genau, das, was ich so gerne nachmachen können würde. Ich habe so ein, also jetzt, inzwischen habe ich das nicht mehr so, früher habe ich so ein, ich habe das immer Sozialmimikrie genannt. Ich habe mich immer versucht, irgendwie den Leuten so maximal anzupassen. Ich habe irgendwann mal eine, das erinnere ich noch, nee, komm, Geschichten von mir, nein. Die können wir an anderer Stelle erzählen. Wir sind immer noch in der Begrüßung und ich begrüße erstmal Wiesbaden ohne eine Brücke. Jawohl. Da müssen wir noch ganz kurz drauf eingehen. Die Vera hat erfolgreich die Sprengung ausgelöst am Samstag vor einer Woche. Vor einer Woche, ne? Am 6.11., ja. Also das große Betonding, was euch da in der Stadt so Probleme bereitet hat, das liegt jetzt auf der Seite. Und es ist schon, wie war es denn? Tatsächlich, erzähl mal. Es war toll, also es kommt später auch nochmal, erzähle ich noch, wie es war. Es ist toll, weil die Brücke tatsächlich fast jetzt aufgebrochen und weggeschafft worden ist. Also schon? Man sieht kaum noch was. Ach, echt?
ist tatsächlich fast weg. Und fahren die Züge schon wieder? Nee, die fahren ja erst wieder, so ungefähr in einem Monat fahren die erst wieder. Oh, okay. Weil die Bahn muss ja noch, die Schienen, die wurden ja komplett abgebaut, die Schienen, ja, die müssen ja jetzt dann wieder hingebaut werden und alle Technik und so. Genau, ja, ich hab das auch live geguckt und die sagten dann immer, wir müssen der Bahn ein Baufeld bereiten und dann sprachen die irgendwas von 15 Tagen, wenn sie das dann eingerichtet haben. Und ich dachte, sportlich, also so eine Brücke ist ja jetzt nicht wenig Material und 15 Tage, also wenn ich so an meine eigene Arbeit denke, was ich in 15 Tagen so schaffe, ist manchmal nicht so viel. Ich würde ja so eine Brücke nicht in 15 Tagen wegschaffen, aber gut. Also es sind ja, glaube ich, es sind 20 Bagger und so da und die arbeiten Tag und Nacht und es ist nur noch ein kleiner Teil der Brücke da und viel Sand und viel viel Sand auf jeden Fall noch. Und habt ihr dann diesen Krater Eddie oder wie er hieß, habt ihr ihn dann gefeiert? Krater Eddie, genau, der Eddie, Sprengmeister. Genau. Der hat das gut gemacht, ja. Also, ich bin immer noch begeistert, wie gut das gelaufen ist und wie schnell die das jetzt auseinanderkloppen, das Ding. Nee, ich glaube, Anfang Dezember wollen die das in die Bahn übergeben und dann geht's los mit den Schienen. Und die Autobahn soll irgendwie 2024 jetzt irgendwie erst fertig sein. Ja, die Prognosen waren jetzt nicht so, dass ich dachte, das ist morgen fertig. Nee, das dauert ein bisschen. Aber immerhin. Immerhin. Und die Kläranlage ist heile geblieben. Das ist ja auch ungefähr das Wichtigste. Damit ihr nicht im Abwasser versinkt da. Nee, es war sehr schön und ich freue mich jedes Mal, jeden Tag, wenn da noch mehr Brücke weg ist endlich und es immer näher kommt, der Rest der Brücke. Aber kommt ja wieder eine neue hin, also. Ja, dann wird wahrscheinlich wieder irgendwann die Bahnstrecke gesperrt werden, aber ja, mit Schienenersatzverkehr kennt sich Wiesbaden ja jetzt aus. Ja, genau. Ja, super. Also das sind ja mal gute Nachrichten. Guck mal, ne? Die Salzbachtalbrücke ist in Schutt und Asche gelegt. Genau. Und du hast dazu ein Küchenbild gemacht, auch noch. Zwei sogar. Eins, Brücke noch steht und eins, wo die Brücke gefallen ist. Ach. Bitte die Links dazu in die Shownotes. Ich habe nur das eine gefunden. Meine Güte, ich passe gar nicht gut genug auf. Ja. Da sind sie ja schon. Im Chat sind sie schon, glaube ich. Genau, da ist nur das, Moment. Nur das, was ich gefunden habe. Ist das vor der Sprengung. No. Moment, ich suche gerade das nach der Sprengung. Ich suche mal. Oder vielleicht hat Lars es auch bestimmt schon längst gefunden. Nee. Ich bin gerade, dann machen wir, du hast ja gesagt, das ist dein Blütenschatz, dann können wir das ja ganz am Ende nochmal dann erzähle ich dann später nochmal. Mehr drüber. Schönere Dinge. Okay, dann kommen wir nämlich jetzt schon mal erstmal zur neuen Ernte und gucken mal, was wir eingesammelt haben als Kommentaren und Hinweisen zu den letzten Sendungen. So, die Sendung oder die Ausgabe, Sendung klingt immer so hochtrabend. Die Ausgabe, die wir jetzt heute machen, das ist die 134, aber wir haben noch eine, wir haben sogar eine Zuschrift zu 131 noch bekommen, die wir noch hier nicht besprochen haben. Und da hatte ich in der Sendung wieder mal erwähnt, weil wir einen Schweizer Gast da hatten, der sagte, ja, ihr redet gar nicht so viel über Schweizer Podcast-Angebote. Da habe ich gesagt, ja, wir haben ja auch keine Redaktion. Und das hat den lieben Herrn Schasen, Jörn, so ein bisschen unruhig gemacht und er hat uns einen Kommentar geschrieben. Ich lese mir den mal vor. Ich möchte gern ein kleines Missverständnis aufklären. Euer Disclaimer, den Martin immer wieder vorträgt, wonach der Sendegarten kein redaktionell gestaltetes Angebot sei, macht mir immer so eine Art Gänsehaut. Ich verstehe den Gedanken dahinter und möchte euch keinesfalls als die inhaltliche Instanz hinstellen, die ihr nicht sein möchtet. Aber natürlich ist der Sendegarten redaktionell gestaltet. Allein schon, weil ihr mit mehreren über den Ablauf und Inhalt entscheidet, bildet ihr eine Redaktion, die die Themen und Gäste auswählt.
Das ist der Kern redaktioneller Arbeit. Wenn ihr euch davon distanzieren wollt, einen gewissen Anspruch zu erfüllen, dann sagt es lieber so. Klammer auf, bitte entschuldigt, wenn das jetzt etwas pöbelig klang. Das war nicht meine Absicht. Ich krieg da nur ein ähnliches Augenzucken wie Geistliche, denen jemand sagt, ihre Arbeit beschränke sich auf den Sonntag. Oder Greenkeeper, wenn es heißt, Rasenmähen könne ja nicht so schwer sein. Klammer zu. Ja, hat er natürlich völlig recht. Ja, du hast völlig recht. Und ich will mal meinen Gedanken äußern, den ich dazu spontan hatte. Ich verstehe, was du meinst, und wir würden alle wahrscheinlich auch zusammenzucken, wenn jemand immer wieder vom Mars als Stern reden würde. Also wenn man Dinge einfach falsch benennt, weil es so ähnlich ist, aber dann doch nicht richtig. Und ich habe mir, weil du ja auch hier die Geistlichen genannt hast, einen Merkspruch überlegt dafür, und der lautet, wo zwei oder drei in Podcast-Namen versammelt sind, da ist die Redaktion mitten unter ihnen. Also okay, anerkannt, wir sind eine Redaktion, wir haben halt nur kein, wie schriebst du das schön, wir haben keinesfalls eine inhaltliche, wir haben kein Niveau, ne? Wie war das denn, dann sagt es lieber so, was hat er, warum finde ich denn die Zeile jetzt nicht wieder, Herrgott nochmal, wir wollen keinen gewissen Anspruch erfüllen, das wollen wir, wir wollen keinen Anspruch erfüllen, wir sind eine Redaktion, aber wir wollen keinen Anspruch erfüllen. Könnt ihr damit leben, liebe Sendegärtner, wenn ich das so sage? Das ist gut, ja. Ja. Oder findet ihr das despektierlich? Nö. Also völlig anspruchslos ist schon okay. Guten Abend. Da war eine ganz leise Bemerkung im Hintergrund. Claudia ist ganz, ganz leise. Wird das so besser? Ja, du bist ja auch in einem anderen Land, deswegen hörst du dich. Ja, das ist hier dieser Drohne-Lockdown, der da zwischendrin schon wieder ist. Das hat gleich mein Mikro mit erwischt. Nein, ich habe nur nicht dran gedacht, es wieder runter zu tun, nachdem ich hier gerade noch eben kurz Abendessen hatte. Was hast du denn gesagt? Das ist ja das, was uns interessiert. Die Sache mit Anspruchslosigkeit. Alles fein. Okay, also gut, nachdem die Redaktion einen Beschluss gefasst hat, stellen wir fest, der Sendegarten hat keinen Anspruch. Also ein Anspruch schon, ne? Wir wollen ja uns so verständlich ausdrücken und so auch mit technisch, also dass man was hören kann, aber es ist eben nicht so, dass wir das Podcastland hier irgendwie auch nur im Entferntesten versuchen, repräsentativ abzudecken. Das geht nicht. Dankeschön, Jörn, für die Klarstellung. Ich hoffe, ich werde das demnächst jetzt immer so formulieren, dass du keine Gänsehaut mehr bekommst. Okay, dann in der Sendung, da in der Ausgabe danach, in der 132 oder zur 132 erreichten uns zwei Kommentare. Mehrere Kommentare, aber ich habe irgendwie zwei, was habe ich denn hier? Ach so, einmal Kommentare und einmal die Tweets, so habe ich das aufbereitet. Ich habe da sogar Ordnung drin, Donnerwetter. Lars, hast du Lust, mal hier die Kommentare zu 132 durchzugehen? Ja, aber sicher. Bitte. Und zwar geht's los mit Arnim, der geschrieben hat am 2. November. So, jetzt möchte ich das Komplementärformat Heulen und Reißen zu Werwölfen hören. Das Komplementärformat zu Saugen und Stechen? Stechen und Saugen wahrscheinlich. Saugen und Beißen. Saugen und Beißen, Heulen und Reißen. Okay. Mhm. Und der Autopodcast Beulen und Reifen. Na denn. Hendrik hat am 7. November geschrieben, tolle Folge, hier mal ein paar Gedanken, die mir beim Hören gekommen sind. Bei Vampiren und Schokolade kam ich auf den Namen Graf Schokola und ein bisschen Suche im Netz führte dann zu den Simpsons und einer Werbefigur für Schokoflakes. Frauennippel sind gefährlich für Kinder? Fragezeichen. Dabei stürzen sich doch gerade die ganz kleinen Lacto-Vampire mit Freude auf die Nippel ihrer Mutter und saugen sie leer. Und mit der Van Helsing-Folge wird nun eine weitere Podcast-Serie den Weg in meine Ohren finden.
Dann hat Hendrik noch einen weiteren Kommentar hinterlassen. Noch ein Nachtrag. Ein sehr hörenswerter und noch nicht verwelkter Blütenschatz zum Thema Vampire ist die 36. Folge des Wild Mike Spezials. Specials, Wild Mike Specials mit Tommy Krabbeis, Hoxella, Lydia Bennecke und anderen. Selbst wenn man die Teilnehmer dort noch nicht kennt, ist das richtig unterhaltsam und informativ. Wild Mike Special Nummer 36, Vampire. Vielen Dank an dich, Lars, und an Hendrik und an Anil für die Kommentare. Und wer Lust hat, wer interessiert ist an Vampiren und Vampirkon. Was heißt denn der Inhalt? Content. Content, nicht Contest. Ja, Vampir-Contest. Der ist dann hier bei diesem Wild Mix 36 gut aufgehoben. So, dann haben wir noch auf dem anderen Kanal, nämlich auf Twitter, Tweet bekommen. Einen Tweet von Marc. Auch zur 32, zur Vampir-Folge. Der schrieb: Podcast-Idee, ein mehrstündiger Podcast mit zufällig eingestreuten Mückengeräuschen, welche sich nur nach dem Einschlafen Podcast abspielen lässt. Auch nicht nett. Also, stell dir das vor, du wirst nachts wach, weil dein Podcast-Player dem Mückengeräusche spielt. Sowas. Aber Dankeschön für die Idee, Marc. Und dann haben wir noch einen Kommentar von Frank bekommen zur letzten Ausgabe. Achso, das war der Melonator, genau. Der schreibt, auf diese letzte Folge, hatte ich ja gerade schon erwähnt, Oga ohne Gast, weil ich es nicht hingekriegt hatte, mich rechtzeitig um meinen Gast zu kümmern, haben wir ja einfach nur so geplaudert. Und da schreibt der Frank dazu: Dieser Sendegarten ohne Gäste ist ja mal was Geiles. So sehr ich den Martin Rützler und seine Interviews schätze, so sehr feiere ich mal mehr von Verkücktheiten auf Distanz und Studiolink, also Vera, Lars und Sebastian zu hören. Gerne gelegentlich mal wieder. Da. Und ich habe geantwortet: Meine Rede. Ich sag das ja immer. Ich laber hier sowieso viel zu viel. Ich laber euch tot. Und da hattet ihr endlich mal Gelegenheit. Jawohl. Das war gut. Schön. Mhm. Ist also angekommen. Habt ihr euch denn wohlgefühlt halbwegs? Ja. Ja. Aber sicher. Ich liebe euch. Herrlich. Ja. Ging wohl, ne? Ja. Ach, ihr maulfaulen Westfalen. Was? Ja. Oh, ich bin einfach nur so müde, es tut mir leid. Okay. Ich bin ja da, ich halte ja den Laden hier irgendwie am Laufen. Ist ja gut. Aber wir haben ja... Wir kommen dann wieder nicht mehr dazwischen. Ja. Genau. Aber ist ja auch gar nicht nötig, dass ich viel rede oder ihr viel redet. Wir haben ja einen Gast auf der Gartenbank und der redet jetzt in dieser wunderbaren Sprache, von der ich ja gerade schon mal geschwärmt habe. Wir kommen auf die Gartenbank. Und da sitzt der Benny. Benny Big Boos ist sein Twitter-Handle. Ich habe mal die Suchmaschine mit Big Boos bedient und da kommt irgendwie so ein Charakter aus World of Warcraft bei raus. Hast du damit zu tun oder was? Nee, das ist eine ganz andere Geschichte. Kannst du die erzählen oder ist die geheim? Nee, kann ich gerne machen. Also das Handle ist deswegen nur Benny Big Boos, weil Benjamin Big Boos zu lang ist. Twitter mag nicht so lange Handle tatsächlich. Und da kam der Sänger meiner alten Band drauf. Also ich hatte zwischen 2010, 11 und 2014 so eine Heavy Rock Band, die so ein bisschen ins Rock'n'Rollige überging. Also es klang so ein bisschen so Elvis macht Hard Rock mäßig. Also böse Zungen sagen, es klang immer ein bisschen wie Volbeat, aber nur die früheren Sachen. Und da haben wir dieses ganze Rock'n'Roll, Rockabilly Ding irgendwie voll durchgezogen. Und in der Szene haben auch viele Leute so abgefahrene Namen und wir hatten alle so
ja, Künstlernamen, sag ich mal. Unser Sänger hieß Sir Simon Grease und Timo, der Gitarrist T-Freeze Tennessee und der Bassist Muzzle Memphis und ich war Benjamin Big Booth. Und das hat sich einfach nur unser Sänger ausgedacht, so ganz offensichtlich Alliteration. Ich hatte damit nichts zu tun, aber ich habe das einfach übernommen, weil ich nicht kreativ genug bin, mir einen eigenen Spitznamen oder Künstlernamen zu geben. Und deswegen habe ich das einfach übernommen und bin auch weiterhin unter dem ja Händel, sag ich mal, als zumindest als Schlagzeuger im Internet unterwegs. Also auf meinem Instagram-Kanal repräsentiere ich mich ja auch nur als Drummer von. Und da ist der Name einfach noch hängen geblieben. Also es ist einfach sozusagen mein Drummer-Name, ja. Ah, okay, okay. Ja, ist doch nicht schlecht. Also klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und also mit World of Warcraft, bist du so ein Spieler? Hättest du da eine Assoziation dazu? Also meine World of Warcraft-Kenntnisse beschränken sich komplett auf die South Park-Episode über dieses Spiel. Also ich hatte das nie gespielt. Ist auch ganz gut so, weil ich garantiert jemand wäre, der da hängen geblieben wäre damals in der Zeit. Es war ja so die Hochphase, da war ich so ja 17, 18, 19 mäßig. Und da, also ich kenne auf jeden Fall Bekannte von mir aus meiner Heimatstadt, deren In-Game-Time nachher irgendwie netto ein Jahr betragen hat. Das ist so ganz, ja, also richtig, richtige Freaks. Da war ich nie so der Typ für. Ich habe gerne für mich alleine Computer gespielt früher. Aber so vor allem auch offline, sag ich mal. Aber das World of Warcraft war nie so meins, ne. Okay. So, du hast mir gerade schon eine Frage beantwortet, die ich noch stellen wollte. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass du, jetzt hätte ich beinahe gesagt, in einer Kapelle spielst, dass du in einer Band spielst, aber ich wusste nicht mehr, ob du Bassist oder Schlagzeuger bist, also Drummer. Jetzt hast du aber schon vom Drummer gesprochen, also das heißt, du bedienst das Schlagzeug, du bist für den Rhythmus zuständig. Genau, ich bin Schlagzeuger, ja, deine Frage? Hast du dieses Gen? Also als Drummer braucht man doch dieses... Ich lasse mich von nichts beeindrucken gehen. Ich mache hier meine Sache. Zieh das durch. Offenbar. Also ich habe ganz früh in meinem Leben angefangen, Schlagzeug zu spielen. Es gibt ein Foto von mir, da bin ich ein halbes Jahr alt. Da kann ich gerade stehen, so ungefähr. oder weiß ich, wie alt man ist, wenn man gerade stehen kann. Da habe ich schon auf wirklich einen Mülleimer rumgehauen. Und meine Eltern haben mich dann mit 7 oder 8 Jahren zum Unterricht geschickt, wo ich dann irgendwie 12 Jahre geblieben bin. Und das war immer mein Ding und mein Vater hat mich da total supported, weil er das früher auch mal machen wollte, aber es ist ihm nicht möglich gewesen. Und habe schon immer, also zumindest den Rhythmus auf jeden Fall immer mit dabei gehabt und ich denke tatsächlich in Takten. Und wenn ich Musik höre, höre ich eigentlich nur auf das Schlagzeug und wenn ich bei dem Konzert bin, gucke ich auch eigentlich nur auf den Drummer. Und wenn ich einen Ohrwurm habe, geht der ungefähr so... Das ist wirklich tatsächlich, das ist in meinem Kopf los. Und wenn du das mit Gehen gemeint hättest, dann ja. Und dieses I don't give a shit mäßige, was du gerade meintest, muss man quasi haben. Denn auf der Bühne, gerade mit meiner aktuellen Band, richtet sich alles so dermaßen nach mir, weil ich muss einfach den Takt vorgeben. Und der muss genau sein und der muss straight sein. Gerade für die Mucke, die wir da machen, der muss wirklich on point sein und deswegen darf ich mich von nichts beeinflussen lassen. Ja. Ich habe sogar auf der Bühne sogar das Metronom an, also meine Ambience ist im Prinzip tit, 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 tit. Ja, insofern würde ich das wahrscheinlich mit einem Ja beantworten. Okay, das wäre schon die nächste Frage gewesen, ob du auch so einen Klick im Ohr hast. Ich habe eine Weile, noch nicht so ganz lange her, da habe ich gelernt, dass eben Schlagzeuger auch mit diesem Metronom im Ohr spielen, was ich so ein bisschen underwhelming fand. Also ich dachte, das wäre so eine Magie, die da können, sich einfach von nichts beeindrucken lassen, aber ist naja, vielleicht auch gar keine so schlechte Idee. Das machen aber sehr wenige. Also eigentlich ist das eher eine Seltenheit und ich könnte das auch ohne, aber ich mag das gerne bei unserer Mucke, dass wir das genau in dem Tempo spielen, wie wir es eingespielt haben, weil die halt besser funktionieren, so die Sachen. Also viele Bands spielen Sachen live schneller, aber das ist oft auch Absicht, aber manchmal ist das gar nicht absichtlich, denn durch das Adrenalin, was du live hast, merkst du gar nicht, dass du viel schneller spielst. Ich habe manchmal schon das Metronom angemacht und dachte mir, ein Glück habe ich es im Ohr, weil sonst hätte ich jetzt viel, viel schneller gespielt. Und die meisten machen das nicht. Viele arbeiten ja auch so mit Tempowechsel und sowas. Aber wenn du eine große programmierte Show drumherum hast, so Stichwort
ja, so eine Band wie Ghost, falls ihr die kennt, also da ist das Licht, zum Song programmiert. Und Rammstein zum Beispiel, die haben alle einen Klick im Ohr, nicht nur der Schlagzeuger, die haben alle einen Klick im Ohr. Oder was meint ihr, warum die plötzlich alle gleichzeitig anfangen können zu spielen? Also die haben halt, die haben einen Klick-Track, der bei allen im Ohr ist. Und dann, dann muss der Drummer halt auch nicht mitzählen. Das ist natürlich geil, wenn eine Pause ist im Song, 4 Takte und dann, wie aus dem Nichts, bam, fangen alle wieder an. Das geht natürlich nur mit einem Klick. Klar, klar. Und ja, wenn die Bühne abbrennt, dann auch alles alles im richtigen zum richtigen Zeitpunkt, genau. Genau, damit sie auch im Gleichschritt von der Bühne laufen können. Aber nee, ich erinnere mich dunkel an frühste also Erfahrungen in Kind- und Jugendzeit. Ich habe mal in einem Akkordeonorchester gespielt und ich singe zurzeit, wenn auch jetzt unter Corona-Bedingungen nicht, in einem Gospelchor. Und einer der größten Probleme der Dirigenten dort war immer zu sagen, treibt doch nicht so. Ihr werdet schneller, ihr sollt nicht schneller werden. Ruhig, bringt die Ruhe rein in das Ganze. Da weiß ich noch, dass das subjektive Empfinden immer ganz anders war. Ich hätte immer Stein und Bein, ich habe dann auch den Bass gespielt und war dann irgendwie auch so ein Instrument, wo sich ganz viele dran gerichtet haben. Und ich hätte immer Stein und Bein geschworen, ich war doch genauso schnell oder wie immer. Aber schon wie du sagst, dieses Subjektive, das wird dann verfälscht durch Adrenalin oder weiß der Himmel was. Weil man vielleicht, auch gerade wenn man so bekannte Lieder spielt, hat man das eher schneller im Ohr, als es dann tatsächlich ist. Weiß, dass ich auf solche Ermahnungen des Dirigenten hin, habe ich mich mal hingesetzt und habe dann mal so das Original angehört und dann tatsächlich festgestellt, da ist viel mehr Ruhe drin oder langsamer, einfach, man kann auch sagen, langsamer gespielt, als das in meiner Vorstellung eigentlich gewesen ist. Also daher kann ich das schon sehr gut verstehen, dass man sich da so dieser Hilfsmittel bedient. Gerade ja, wenn du zentral bist, ganz klar. Ja, und das macht auch tatsächlich, der große Vorteil davon ist, dass es eine Show auch irgendwie ein bisschen messbarer macht. Wenn wir sagen, wir sollen 70 Minuten spielen, können wir das ziemlich genau abtimen. Dann ja. Planen wir ungefähr 60 bis 62 Minuten Musik und den Rest kann unser Sänger halt labern zwischendurch. Und das funktioniert natürlich mit so einem Click-Track natürlich viel einfacher. Klar. Ist das denn Hobby oder ist das auch Beruf oder ist das dein Beruf? Nee, das ist nicht mein Beruf. Wir machen das alle nebenberuflich, aber wir sind so, also jetzt zu Corona geht's wieder, aber so 2018, 19 war das so an der Grenze, dass man sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Sonst muss man sich was überlegen, weil wir dann irgendwie, also ich weiß, 2018 habe ich irgendwie 50 Shows gespielt im Jahr. 50? Und das natürlich, also jede Woche eine. Naja gut, manchmal machst du halt auch eine Tour, wo du 10 am Stück spielst, ne? Ja, okay, aber sagen wir mal, im Durchschnitt jede Woche eine. das kommt ungefähr hin. Und du versuchst natürlich dann, wenn du losfährst, dass du Freitag und Samstag spielst irgendwo, weil da gehen natürlich auch, also zu Hochzeiten ging da so die Hälfte meiner Urlaubstage für drauf. Ja. Wow. Und das ist natürlich schon eine Menge, das muss natürlich auch vereinbar sein mit, wenn vorhanden, Partner, Partnerin und so weiter. Ja, habe ich denn nicht irgendwann mal im High Alarm Podcast gehört, dass du junger Vater auch bist? Nee, ich nicht, nee. Du nicht? Oh, nee, das war dann einiges durcheinander. Dann habe ich entweder über meinen Bandkollegen gesprochen oder über meinen anderen Podcast-Partner aus der Bommelshow. Ich bin, ich habe keine Kinder, nee. Okay, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Habe ich denn das richtige Erinnerung, dass du Medizinmann bist? Medizin? Auch nicht. Oder bin ich alles durcheinander? Nee, beruflich bin ich mehr so in der IT-Branche unterwegs. Wirtschaftsinformatiker und IT-Berater und so gewesen. Genau. Heute Nachmittag habe ich einfach mal so ein bisschen quer durch, also heute Nachmittag ist so gut, gestern Abend und heute Mittag in der Mittagspause, habe ich so ein bisschen durch den High Alarm geklickt, weil ich wollte gerne die Stelle wiederfinden, wo du überhaupt eingeführt wirst in den High Alarm Podcast. Du warst ja nicht von ganz Anfang an dabei. Sondern erst in der dritten, glaube ich, ne? In der dritten Folge, ja. Genau. Bist du dazugeschlossen, aber auch schon 2015 gewesen. Also es ist auch schon abgehangen, sozusagen. Ja. Ich hatte immer im Ohr, dass du irgendwann mal vorgestellt worden bist. Und die Stelle habe ich eigentlich gesucht und habe mir dann diese Episoden rausgesucht, wo ihr keinen Film besprochen habt. Es gibt da so 2, 3, wo ihr irgendwie keine Rechte bekommen habt. Hab dann einfach so geredet und da dachte ich, das wird doch wohl da gewesen sein. Habe ich aber nicht wiedergefunden. Deswegen
Aber dann war ich ja, keine Ahnung. Komm, ich muss denn eigentlich Folge 3 gewesen sein, wo ich angefangen habe. Also ich habe das auch nicht in Erinnerung, das ist halt gesagt. Nee, du das, kommst einfach aus der Kälte und, stimmt. Und bewegst dich da als wie ein Fisch im Wasser. ich muss mir so auf die Zunge beißen, dass ich nicht lauter blöde Hai-Wortspiele mache. Ich habe mir das verboten. Ach, mach ruhig, da sind wir ganz geschmeidig. Ich weiß. Ich meine, wer seinen Plüsch der Heike nennt, also bitte. Ja. und da habe ich noch so gedacht, weil ich das im Ohr hatte. Aber gut, dann brauchen wir heute nicht über Corona zu reden. Das wäre nämlich so eine Frage gewesen, wie du das wo auch immer ein Arzt heute tätig ist und wie er das alles so sieht. Das wären dann mal 5 Minuten Corona gewesen. Die schenken wir uns, die lassen wir einfach weg. Wir reden heute nur über schöne Sachen. Zum Beispiel. Ja, finde ich auch. Nee, mit Medizin habe ich gar nichts am Hut. Über IT. Aber jetzt erkläre ich mir das auch, weil in der einen Folge hat nämlich der Jörn erzählt, dass er seine Datenbank abgeschossen hatte. Oder zwischen WordPress und seiner Datenbank gab es irgendwie Verbindungsunterschiede. Und du konntest da sehr souverän drauf einsteigen. Als Arzt kennt er sich aber wirklich aus. Ja, nee, tatsächlich. Also Datenbank habe ich schon mal selber programmiert. Also das ist, ach, guck mal. Genau, da bin ich ja dann da zu Hause. Aber witzigerweise mache ich inzwischen beruflich eigentlich sowas ähnliches. Musste mir eben so ein bisschen lachen im Vorgespräch oder war das im Intro, weiß ich gar nicht, wo du meintest, dass man mir gerne offenbar zuhört. Vielen Dank dafür. Ist auch gut so, denn das mache ich tatsächlich inzwischen mehr oder weniger beruflich. Also ich bin jetzt IT-Trainer, also das heißt offiziell Customer Success Manager, bla. Ich gebe Schulungen. Ich bin bei einem Softwareunternehmen angestellt und ich gebe Schulungen in unserer Software, also für unsere Software. Die ist relativ komplex. Und das passiert natürlich seit jetzt bald 2 Jahren vorwiegend digital. Heißt, ich spreche den ganzen Tag lehrenderweise in irgendwelche Mikrofone und Leute müssen halt das, was ich ihnen erzähle, irgendwie aufnehmen. Und wir machen auch so halt fertige Videos, also so Lehrvideos und sowas, die ich dann einspreche und dazu halt unsere Software erkläre und so. Genau, ist mein Beruf. Also ich rede den ganzen Tag, heute auch schon, eine ganze Ganztagsschulung gehabt, nur Gerede, weil du bist halt 8 Stunden lang the center of attention und nur am Plappern. Ja. Oh, und dann hast du trotzdem gesagt, ich komme in den Sendegarten. Dankeschön. Das, ja, gerne. Reden ist einfach Hobby, Beruf, alles. Das kann ich eigentlich nie genug kriegen. Das ist auch mit meiner Freundin, wenn wir uns abends irgendwie treffen oder telefonieren, labern wir uns noch 2 Stunden Frikadelle ans Ohr und das ist trotzdem egal, wenn wir vorher noch 8 Stunden eine Schulung gemacht haben oder so. Das geht immer. Reden geht immer. Macht die auch mit bei den Schulungen? Nee. Ich habe wie gesagt, nee, ich mache Schulungen, sie macht was ganz anderes. Okay. Aus Neugier gefragt, welche Richtung geht denn eure Software? Ist das irgendwie so Atomkraftwerksteuerung oder Büroanwendung? Nee, genau, wir bauen Waffen. So? Nein. Wir machen Personal- und Recruitment-Management, also für HR-Abteilungen einfach, also Personalmanagement, Talentmanagement, Personalentwicklung, dies, das und Fortbildungsverwaltung und so weiter. Und Bewerbermanagement, also wenn du, wir kreieren halt Stellenportale und solche Sachen. Also wenn du dich bei, keine Ahnung, bekannte Kunden, weiß ich jetzt gar nicht. Wenn du dich bei Engelbert Strauß zum Beispiel bewirbst, dann haben wir das Bewerbungsportal gebaut und wenn du dich da bewirbst, dann geht der Prozess durch unsere Software. Und wenn du nur eingestellt wirst, dann geht es auch wird es auch in unserer Software hinterlegt. Okay, ja, das ist natürlich dann sicherlich etwas, was weit verbreitet im Einsatz sein kann. Also das, weil du sagtest, jeden Tag musst du Schulungen machen, wo ich dann auch dachte, hui, da gibt aber einen großen Bedarf. Also es ist kein Nischenprodukt, sondern das ist eher weit verbreitet, eher menschlich. Ja, so 2000 Kunden und so, das ist schon, also teilweise auch Großkunden, ja. Wow. Also diese Software lohnt sich eigentlich erst ab so mindestens 100 Mitarbeitenden. Bis, ich glaube, die größte Installation von uns hat irgendwie so 5.000 oder 10.000 in ihrer Personalliste, also so in dem Bereich. Dafür eignet sich ganz gut. Alles darüber ist irgendwann SAP. wenn du ja vorher selber auch programmiert hast, ist das eine bewusste Entscheidung gewesen, ich will jetzt hier nicht mehr entwickeln, ich will irgendwas anderes machen, aber in dem Sektor bleiben? Oder hat sich das mehr oder weniger so zufällig ergeben?
Tatsächlich habe ich ja 3 Jahre lang habe ich als entwickelnder Berater, wie ich immer sage, gearbeitet, also bei Kunden gesessen und deren Anwendung oder Datenbank da programmiert. Und hatte ich irgendwann keine Lust mehr drauf, weil ich habe mich dann auch wieder abwerben lassen von so einem Headhunter und dann bin ich reiner Entwickler gewesen. Das war das furchtbarste Kapitel in meinem Leben, weil mir fehlte einfach diese Interaktion mit Menschen. Insbesondere, also ich liebe alle Informatiker und Nerds, aber mit vielen kann ich mich einfach nicht so gut unterhalten, weil denen so ein bisschen manchmal so das soziale Gen einfach fehlt. Das ist kein bös gemeintes Vorurteil, das ist halt einfach manchmal so. Und ich brauche total diesen Austausch und auch über andere Dinge reden können bei der Arbeit als die Technik. Und als ich mal in der Mittagspause meine damals neuen Kollegen fragte, und was habt ihr am Wochenende gemacht? Und die meinten, ach, ich hatte endlich mal Zeit für mich selbst zu programmieren. Da dachte ich so, okay, das ist mir eine Spur zu krass, ich brauche auch noch andere Sachen. Hab so zurückgedacht an meinen ersten Job, was ich da am liebsten gemacht habe. Und das war neue Leute einarbeiten. Dann habe ich so ein bisschen diese Spur gekriegt, ey, man kann auch Software auch lehren und anderen Leuten helfen, sie besser zu verstehen und dabei noch trotzdem sie weiterentwickeln. Und dann bin ich auf diesen Job gekommen, den ich jetzt mache. Also so der typische Nerd, der sich mit einer Flasche Mate in einen dunklen Keller setzt und mit der Strumpfmaske über dem Gesicht in seinen Rechner häkelt, das bist du dann nie gewesen. Wie bist du denn überhaupt auf das Feld gekommen, IT? Na, ehrlich gesagt habe ich das studiert, was mir am leichtesten fällt. Also echt? Also ich kenne gerade eine Studienanfängerin, die macht jetzt Informatik. Ja, und die muss sich mit Analysis und linearer Algebra rumschlagen. Also was ist da einfach? Ja, ja. Ist das einfach für dich? Ich muss tatsächlich ein bisschen Mathe studieren. Aber an der Kieler Uni, an der ich studieren durfte, haben sie just in dem Semester, wo ich anfing, also das war, Wintersemester 2009, glaube ich, haben sie Mathematik für Informatiker gemacht. Und das kam uns insofern entgegen, als dass man früher noch fürs Informatikstudium komplett das Mathe-Grundstudium mitmachen musste. Mhm. Und wir haben eine sehr individualisierte und spezialisierte Form davon bekommen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich auch sagen, ich hatte einen sehr begabten Übungspartner. Also der hat mich wirklich komplett durchs Studium gezogen. Jan Hoffmann heißt er. Das darf ich so sagen, der hört das eh nicht. Bester Mann. Also ohne den hätte ich mein Studium nicht in Regelstudienzeit abgeschlossen, weil der ist so ein Genie gewesen. Der hat sich in eine Mathe-Vorlesung gesetzt, hat sich das angehört und der ist wie, als würdest du beim Computer auf Steuerung S drücken. Das war dann drin im Gehirn. Hat er ja gesagt, hat er ja gehört, dann war es gespeichert und verstanden. Unglaublich. Solche Leute brauchst du halt auch im Studium, die dich so ein bisschen mit an die Hand nehmen. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und wir haben uns da so einen stillschweigenden Deal gehabt. Er war auch eher so ein stiller Typ. Und er hat mich durchs Studium genommen und ich habe ihn mit auf die Partys geschleppt. Ja, guck. Ja, also jeder seine Spezialitäten. Er kann dir inhaltlich was zeigen und du kannst mir die Welt erklären. Das ist doch schön. Aber vollständigkeitshalber möchte ich noch sagen, dass ich nicht Informatik studiert habe, sondern Wirtschaftsinformatik. Was bei allen Informatikern und allen BWLern sein auslöst, weil die sind ja die Könige des Halbwissens, weil wir von beiden sozusagen nur das Grundstudium gelernt haben. Aber dafür haben wir jetzt die besseren Jobs, finde ich. Also ich habe wirklich Wirtschaftsinformatik studiert, weil in der 12. oder 13. Klasse beim Berufseignungstest das mit einer Passung von 97% rauskam. Dann meinte ich so, ja, wenn das passt, dann mache ich das. Also so stumpf war meine Wahl zum Studiengang tatsächlich. Also nichts, was du quasi als Berufung schon in die Wiege gelegt bekommen hast. Ich meine, als ein halbes Jahr alt warst, hast du schon Musik gemacht. Das war deine Berufung, aber da hast du wahrscheinlich von vornherein gedacht, das oder hat der Papa das oder die Mama das gesagt, lern was Anständiges, von der Musik kannst du nicht leben. Nee, von der Musik wollte ich auch nie leben, bin auch ganz froh, dass ich es nicht tue, weil es sehr, sehr anstrengend ist, weil du auf Knopfdruck kreativ sein musst und es muss irgendwie, du musst dich immer um morgen kümmern und hast ja alles andere als einen geregelten Arbeitstag oder ein geregeltes Einkommen oder ein geregeltes Leben. Das wollte ich nie, tatsächlich. Und naja, also was heißt in die Wiege gelegt? Meine Mutter ist Mathelehrerin. Ich habe meine Jugend vor dem Computer verbracht und ich hatte mal überlegt, also meine Wahl B wäre gewesen, Lehrer zu werden und jetzt bin ich das ja irgendwie auch. Also ich habe mich entschieden zwischen Informatik und
Lehrer sein und dann bin ich jetzt einfach Informatiklehrer. Also das stimmt ja so nicht, aber ich bin Softwarelehrer. Und mein Vater, seines Zeichens Theologe, ist, also er hat Theater und Germanistik und dann Theologie studiert. Der ist quasi für öffentliches Reden vor Leuten geboren und da habe ich irgendwie das Best-of mir abgegriffen. Also öffentlich vor Leuten reden und dann noch was über Informatik und Mathe erzählen und so. Eigentlich eine ganz gute Kombination. Klasse. Was eine Kombi. Also ich meine, was für eine Elter-Kombi. Mathe-Lehrerin und ein Theologe. Also naja, das ist eigentlich eine ziemlich gängige Kombination. Also Pastoren und Lehrerin, das ist total häufig. Ja, aber das Mathematische ist ja eher das total Rationale und das Theologische ist ja eher so das Irrationale. Da habe ich eher so Inhaltlich. Ach so, ja, mein Papa kann auch kein Mathe. Warum auch? Er kann ja Gott rechnen lassen. Ja, naja, so ungefähr, ja. Aber glauben beide an beides tatsächlich. Aha, okay. Also der Glaube an Mathematik und der Glaube an einen Gott ist verbreitet. Gut. Also ich will jetzt ja nicht zu weit abschweifen, aber mein Vater ist so der Meinung, dass man auch Wissenschaft und Glaube durchaus kombinieren kann. Also der Urknall man kann ja auch an den Urknall glauben, so ungefähr. Also die Schöpfung, dieses Gott hat die Welt geschaffen mäßige, dass das nicht so auf Fingerschnipp in 7 Tagen passiert, das ist schon allen klar, dass die Bibel auch nur so ein Verbildlichung von irgendwelchen Sachen ist, ist irgendwie auch, sollte eigentlich auch normal denkende Menschen klar sein. Aber man kann ja auch sagen, dass sozusagen der Urknall so erschaffen wurde. Also das ist natürlich auch sehr weit hergeholt jetzt und total abwegig, aber du weißt, was ich meine. Also das kann man in meinen Augen auch durchaus verbinden. Ich bin jetzt nicht kein Kirchgänger oder so, aber in meinen Augen schließt sich das alles nicht aus und das habe ich irgendwie so von meinem Vater so mitgenommen. Kann ich total gut verstehen. Also man hat, also ich, mein Bild ist, dass man im Prinzip auch in der Theologie die Fragen immer weiter oder die Frage nach dem Ursprung halt der Aufklärung folgend, dem Rat der Ratio folgend, immer weiter nach vorne geschoben hat. Und irgendwann kommst du halt zu dem Schöpfungszeitpunkt Urknall. Dann ist das im Moment jetzt mal die Schöpfung. Und irgendeine höhere Macht. Wie auch immer sie geschaffen ist, ob das eine Göttin ist oder, weiß nicht, ein auf eine Schildkröte montierter Elefant oder was auch immer, hat ja dann offenbar diesen Urknall ausgelöst, irgendwas. Und dann ist es halt das, was wir letztendlich als die Schöpfung bezeichnen. Also ich habe da auch ein relativ weites Herz also ich, oder Verstand oder Herz oder egal. Passt auf jeden Fall. Nee, also Abschweifen ist in Ordnung. Ich gucke nur auf die Uhr, nicht, dass okay. Lars... Okay, ja, das wollte ich nur wissen, weil wir jetzt plötzlich über Gott in die Welt reden, im buchstäblich. Wieso denn jetzt ich? Weil du gesagt hast, wir müssen um 22 Uhr aufhören. Ich dachte eigentlich, das wäre ein gemeinsames Ziel gewesen. Nun, ja, ist es ja auch. Also ihr müsst mich dann auch bremsen, weil ich kann lang plappern. Ich war mal, aufgrund meiner Band, war ich mal bei Was ein Krach im Podcast und da mussten wir irgendwann auch tatsächlich aus zeitlichen Gründen ein bisschen aufhören. Ja, also Auphonik kann nur 6 Stunden, da muss man dann schon irgendwann mal einen Cut machen, sonst muss man das in 2 Teile teilen. Ganz klar. Ja, eine Neugierfrage habe ich noch, wenn du da diese Computerkurse machst, sind das dann Klassen, die über eine gewisse Zeit lang bestehen? Also, oder musst du dich quasi jeden Morgen wieder neu auf neue Menschen einlassen? Also Klassen sind es nicht, das sind immer pro Kunde quasi, ne? Also das sind dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der jeweiligen HR oder Bewerbungsabteilung. Immer so zwischen 2 und bis zu 8 oder 10 Leute. In unterschiedlichen Konstellationen, auch je nach Inhalt. Aber in so einer Projekteinführung, also wenn die Software gekauft wurde und in der Projektphase eingeführt wird, wenn sie das ganze Ding gekauft haben, kriegen sie mich 4 Tage. Und das wird heutzutage in 8 halbe Tage aufgeteilt, also 3 Stunden Webinar oder eben 4 ganztägige Veranstaltungen vor Ort beim Kunden. So wie heute zum Beispiel. Da war ich bei einem Kunden hier in Hamburg und dann, da war ich jetzt tatsächlich heute zum 4. Mal innerhalb von einigen Wochen. Aber das sind immer nur Einzeltermine, weil die haben ja auch noch andere Sachen zu tun. Häufig ist eher so, dass man die 1 bis 2 Mal trifft, die Leute. Und dann vielleicht noch ein paar Jahre später, wenn sie nochmal eine Auffrischung brauchen und so. Also es sind keine Klassen in dem Sinne, sondern es sind meistens Leute, die sich alle untereinander kennen und dann erzähle ich denen, wie sie ihre neue Software zu bedienen haben.
Okay, und die sind eher neugierig und aufgeschlossen. Ich habe gestern einen Film gesehen über Journalisten. Das ist ein schöner Film im NDR, so 90 Minuten über den lokalen Journalismus. Und da waren so Berater, die haben dann den Reportern irgendwie die neue das neue Redaktionstool beigebracht und diese ganz alteingesessenen, die mit ihrem, wie mache ich eine Zeitungstechnik gut zurechtkamen, mussten dann irgendwie Social Media und sowas bedienen. Und das die Trainerin, die da war, die hatte eine Wand vor sich von Ablehnung. Also das war nicht, mit der wollte ich nicht tauschen. Das erlebst du so nicht. Doch, das passiert auch. Denn wenn in so einem Unternehmen eine neue HR-Software eingeführt wird, sind im Regelfall diejenigen, die sie nachher bedienen müssen, nicht unbedingt diejenigen, die entscheiden, welche gekauft wird. Ne? Das ist ja. Also meistens so auf Geschäftsführungs- oder sag mal Personalleitungsebene wird es. Also klar, wenn die cool drauf sind, dann evaluieren sie das alle so gemeinsam. Das ist ja auch immer eine Ausschreibung, wo mehrere Softwarekandidaten quasi ins Boot geholt werden. Aber manchmal ist es tatsächlich so, dass ich auch Leuten eine Software erkläre, die sie ab sofort nutzen müssen. Und das gar nicht, manchmal auch gar nicht wollen. Also ich habe manchmal auch ein bisschen Ablehnung vor mir tatsächlich. Aber nicht so, dass es alle ablehnen. Das passiert eigentlich nie tatsächlich. Meistens, wenn die Bock drauf haben und auch affin sind, dann bringt das auch richtig, richtig viel Spaß, weil die auch wissbegierig sind. Aber sie suchen es sich nicht aus, dass sie geschult werden. Das sind alles immer Pflichtveranstaltungen. Nur die Bestandskunden, die seit ein paar Jahren die Software haben und sagen, ich brauche nochmal eine Auffrischung, ich habe noch Interesse, ich glaube, da ist noch was rauszuholen und so. Die haben halt richtig Bock, ne? Die wollen es auch wissen. Und die fragen dich Löcher in den Bauch. Hast du denn so ein Standard-Opener, der immer wirkt? Also wo du die Leute erstmal von ihrer, also irgendwie erstmal aufmachst, so diese erste Kälte, dieses Abtasten irgendwie überwindest. Hast du da irgendwie so ein, ja, also, irgendwas, was immer funktioniert? In den meisten Regionen Deutschlands reicht, wenn man Moin sagt und dann ist schon die Stimmung gelockert. Ist wirklich so, ich war mal irgendwo im tiefsten Bayern und da kommt da in so einen Raum rein und er sagt so, Moin, ah, grüß Gott, Sie müssen der Hamburger sein. So, ja genau, richtig. Und dann hast du sie eigentlich schon. Aber tatsächlich ist das eine sehr, sehr gute Frage. Ich fange halt immer so mit Moin, herzlich willkommen und ich bin der und der und ich mache das und das und schön, dass wir uns getroffen haben und das ist der Grund, warum wir uns getroffen haben. Ich versuche von vornherein schon immer eine relativ lockere Art rüberzubringen. Nach der Zeit hat man diese Erfahrung ja auch raus und ich habe keine Angst vor, also wir machen auch öffentliche Veranstaltungen, öffentliche Schulungen, wo dann meinetwegen 120 Leute sich einschalten, das ist okay für mich, weil man da halt dran gewöhnt ist, sag ich mal. Aber tatsächlich versuche ich in einigen Schulungen immer irgendwas Persönliches einzubauen. Und das kommt mal früher, mal später, weil damit brichst du diese Wand der Professionalität halt auf, weil du dann bist du eine Person, auf die man Bezug nehmen kann. Also du bist relatable, wie man so schön sagt. Wenn ich dann erzähle, also manchmal ist es einfach, ne? Du bist in irgendeinem Ort und sagst, hier war ich noch nie, aber vor kurzem zum ersten Mal. So, das hatte ich einmal in Augsburg, da habe ich wirklich in einem meiner ersten Sätze gesagt, wissen Sie was, ich war noch nie in Augsburg, aber jetzt war ich letzte Woche Freitag hier und heute ist Mittwoch. Wie witzig ist das denn? Weil ich genau weiß, dann fragen sie, ach, warum waren Sie denn letzte Woche Freitag in Augsburg? Sag ich, ja, ich habe ein Konzert mit meiner Band gespielt. Und bumm, bist du plötzlich der Typ, der Musik macht. Und dann fragen sie sich darüber aus und dann machst du plötzlich die Webseite von deiner Band auf und da ist ein Foto von dir in Jeansjacke und alle so, ach, ist auch nur ein Mensch. Und dann wird es eine total entspannte Schulung. Und solche Sachen versuche ich immer irgendwie zu erreichen, dass man so ein bisschen was aus von sich selbst preisgibt. So, kennen Sie Werner, ja, Süderbrarup ist real, ich komme daher, so solche Kleinigkeiten. Und dann funktioniert das immer ganz gut, ja. Ach, ich habe jetzt keinen Standard-Opener, so, das mache ich immer nach. Ja. Nach Gefühl und Wellenschlag, sagte meine Kollegin früher immer. Genau. Ich kann da ja kurz anmerken, also wenn wir halt so Chaos macht Schule machen oder so, ne? Und dann kommen wir da halt so im schwarzen Hoodie in die Schulklasse rein. Das macht natürlich auch gleich mal ein ganz anderes Standing als halt die LehrerInnen, die sie da jeden Tag sehen. Ist auch immer ganz praktisch. Genau, das Auftreten ist auch oft sehr, sehr ausschlaggebend. Und wenn man mich mal gesehen hat, knapp 2 Meter, 110 Kilo,
dunkle Haare, dunkle Augen, dunkle Morden. Also ich will damit sagen, ich fall auf, wenn ich in so einen Raum komme. Und dann ist es gar nicht mehr so schwierig, die Leute in deinen Bann zu ziehen, weil sie dich ohnehin nicht übersehen können, tatsächlich. Ja, ich habe mir das Logo vom High Alarm Podcast jetzt bei der Vorbereitung nochmal genau angeguckt. Und ich habe lustigerweise aus dem, wie du sprichst, habe ich eher so einen großen, also körperlich langen, aber eher so hageren Typen vor Augen. Ich weiß gar nicht warum. Und das heißt hager, dann sehe ich also, aber. Ja, hager halt. So, ich finde, so auf dem Logo sehe ich total dick aus. Ja, genau. Ich dann dachte, erst habe ich gedacht, naja, wer ist denn jetzt wer? Und dann, ah, okay, der mit dem. Bin der ganz rechts. Und dann habe ich gedacht, hä? Also, das kann doch. Irgendwas stimmt da nicht, aber wenn du sagst, so, du bist groß und ja auch präsent, dann hat die Kiki Theringen, die das ja wohl gemalt hat, dann doch treffend gezeichnet. Oder findest du dich da nicht wieder? Findest du dich zu dick? Hattest du einen ungünstigen Pullover an dem ja, Tag? Ja, ich fühle mich, da habe ich einen sehr, auf der Illustration habe ich einen sehr ungünstigen Pullover an. Ja. okay. Naja. Ja, doch, das hat es schon echt gut gemacht. Also und auch die Größenunterschiede kommen ungefähr hin, wenn ihr Jörn kennt. Das passt schon ungefähr. Aber es ist echt schon ein paar Tage älter. Ist es nicht so, dass Jörn da sitzt und du stehst dahinter? Nee. Okay. Hast du Jörn mal getroffen? Ja. Ja. So? Okay. Ja, also also mach doch bitte mal eine Live-Performance. Das möchte ich bitte dann auch mal sehen, euch beiden auf der Bühne. Ja, aber das da möchte wir gleich ich auch. Hin. Kommen wir gleich. Ich habe noch eine Frage. Ich habe tatsächlich mal eine Frage vorbereitet. Und zwar steht hier, ist Benny Berufsoptimist? Du kommst immer so locker und flockig rüber. Hast du das? Ist das dein Naturell, das Optimistische? Total, ja. Absolut, 100%. Ich bin ein sehr optimistischer Mensch, sehr positiv denkend, lebensfroh, alles wird gutmäßig, tatsächlich. Das passt sehr zu meinem Naturell, ja. Oh, wo kann man das kaufen? Wie kann man da? Bist du so geboren oder hast du es erarbeitet? Wenn ja, wie? Ich würde da gerne mehr von haben. Ich bin das erarbeitet? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Gibt ja viele schöne Sachen im Leben und wenn man die einfach wertzuschätzen weiß, dann kommt das von ganz alleine. Also es bringt ja nichts, irgendwie alles negativ zu sehen, weil es kommt dann ja doch, wie es kommt. Und man kann, wenn man alles mit Humor nimmt, wahrscheinlich habe ich einfach genug Humor, um die Welt nicht so schlecht zu sehen. Also die Welt ist ja natürlich im Arsch und überhaupt, aber wenn man alles mit einer gewissen Packung Humor nimmt, dann kommt man da schon irgendwie durch. Wir sind ja auch nicht die Ersten, die ihr Leben meistern müssen. Das haben andere auch schon mal geschafft. Und also ich habe natürlich auch negative Phasen in meinem Leben, so ist es nicht. Aber auch beruflich ist das sehr, sehr praktisch, wenn man eine gewisse Positivität ausstrahlt. Das kommt gut an bei Leuten. Aber das muss ich mir nicht, das versuche ich nicht aktiv, sondern das ist halt einfach so. Ja. Also ich habe gewisse Tage, wenn ich mir vorstelle, ich müsste an diesen Tagen dann Schulungen machen, das würde es in einem Desaster enden. Also da bin ich ganz froh, dass ich mich irgendwo stecken kann und hinter irgendwelchen Bildschirmen irgendwelche Datenbanken fülle und mit niemandem reden muss. Da fehlt es mir dann. Deswegen, ich bin so ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Ach, wieso? Muss man nicht neidisch sein? Das ist ja ist doch schön, dass Menschen so unterschiedlich sind. Das macht uns auch erst so bunt und vielfältig. Das stimmt auch wieder. In der Summe ist es dann gut, genau. Das sage ich auch immer, wenn ich jemanden neu kennenlerne oder so und dann von meiner Band erzähle und die mir dann irgendwann nach ein paar Wochen sagen oder so, ja du, hast du mir voll leid, das zu sagen, aber die Mucke von deiner Band, die ist nicht so meins. Ich sage, so super. Ich fand die Mucke von der Band, in der ich spiele, früher auch nicht so spannend. Aber ist doch voll schön, dann gibt es ja sicherlich andere Bands, die du magst und dann freuen die sich, dass du sie magst. Wäre jetzt ziemlich öde, wenn alle dasselbe mögen. Und wenn du jetzt gerade meine Band magst, dann ist das natürlich ein witziger Zufall. Aber die meisten mögen das nicht. So. Von daher ist doch schön für andere Bands, dass du die dann magst. So, ist doch toll. Also diese Verschiedenheit macht uns doch gerade erst aus, alle. Also das ist doch das Schöne daran. Das ist eigentlich schon ein Schlusswort, aber wir sind noch nicht so weit. Wir können noch nicht Schluss machen.
Herrlich, Celebrate Diversity. Das ist, also ich mag diese, diese englischsprachigen Stanzen in der Regel nicht so gerne, aber dieses Celebrate Diversity, das hat sich bei mir so eingebrannt, dass ich das immer wieder irgendwie immer wieder sagen muss, dass man wirklich in der Vielfalt, ja, dass man die feiern sollte und nicht ablehnen nach dem Motto, der sieht nicht so aus wie jemand von hier, das, nee, den wollen wir nicht oder irgendwie so, sondern im Gegenteil sagen, der ist halt anders, der bringt halt einen anderen Farbtupfer hier rein und der bringt vielleicht was weiß ich, der kann was kochen, was wir bisher noch nie gekocht haben, aber das schmeckt einfach total gut oder was auch immer. Also, bunt ist schön. Ja, genau, bunt ist schön. So, jetzt aber, jetzt kommen wir mal endlich zu dem Podcast, über den wir ja eigentlich reden wollen. Wie bist du denn geheadhuntert worden für den High-Alarm-Podcast? Also Jörn hat angefangen, wann habe ich rausgeguckt, im November 2013, also schon vor 8 Jahren, und hat die erste Person, mit der er da gemacht hat, schon nach 2 Episoden verschlissen. Also Geheadhunter trifft es ganz gut, deswegen muss ich auch so lachen. Okay, erzählt. Also die Geschichte von mir und dem High-Alarm-Podcast und damit Podcasting mit der ganzen Podcast-Welt übrigens, ich war Podcaster, bevor ich auch nur einen gehört habe, ist tatsächlich so eine Jungfrau zum Kinde-Geschichte. Genau, Jörn hat im November 13 Folge 1 und dann im Januar 14 Folge 2 rausgebracht mit Christoph damals. Dabei haben sie einfach mal in 2 Folgen 6 Filme verschlissen. Da ärgert sich Jörn bis heute schwarz drüber. Heute machen wir immer nur einen pro Folge, aber damals haben sie einfach mal in 28 Minuten 3 Filme durchgehauen. Bisschen schade, weil das alles sehr, sehr gute Filme war. Und dann ist über ein Jahr lang nichts passiert. Und Jörn wollte aber... Also der, ich glaube Christoph hieß der, mit dem er das gemacht hat, der war dann auch privat zu eingespannt, um da regelmäßig mitmachen zu können. Jörn wollte das aber zu einem regelmäßigen Projekt machen. Er hatte so den optimistischen Traum, das einmal im Monat zu machen, was ja dann irgendwann auch Realität geworden ist. Und ich habe Jörn über meine damalige Freundin kennengelernt, die wiederum Kommilitonin von Jörns jetziger wunderbaren Frau Gesche war. Okay. So lief das also und auf irgendeinem Geburtstag habe ich dann Jörn kennengelernt und war erstmal Fanboy, weil ich totaler Fan von Arbeiten mit Stimmen bin. Also ich finde Synchronsprecher wahnsinnig interessant. Ich finde auch Radio ein tolles Medium, weil es ist so, du musst die Leute nur mit deiner Stimme irgendwie in den Band ziehen. Das ist ja total krass einfach. Finde ich total spannendes Thema. Und dann war Jörn als Radiomoderator, damals der bei Delta Radio, den Countdown gemacht hat zu der Zeit, wo ich immer meinte, das höre ich dir doch immer an. Ach, du bist das? Wie geil ist das denn? So bin ich erstmal so ein Fanboy geworden. Dann hat er mir gesagt, ja, wenn du willst, hör dir mal den High Alarm Podcast an. Dann haben wir das angehört. Und Jörn auf seiner Hochzeit gesagt, dass ich das total geil finde. Und das hat er sich gemerkt. Ah. Und als er dann das regelmäßiger machen wollte, hat er mich einfach gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das mit ihm zu machen. Und ich so, ja, klar, habe ich noch nie gemacht, aber warum nicht? Und dann haben wir das gemacht. Er hat mir dann erzählt, was ich dafür ungefähr machen muss. So ein paar Filme gucken und dann in so ein Mikro labern. Beim ersten Mal war ich unfassbar aufgeregt. Ich habe richtig gezittert. Und dann hat es sich so ein bisschen gelegt. Und seitdem machen wir das halt zu zweit. Und jetzt schon seit über 6,5 Jahren tatsächlich. Witzig eigentlich. Hattest du denn vorher schon eine Affinität zu diesen Filmen, zu diesem Genre? Gar nicht, nein. Ach. Nee, null. Also mich haben diese Filme nicht interessiert und ich habe mit Podcasts nichts zu tun gehabt. Und plötzlich war ich Podcaster für High-Filme. Okay, super. Was der Jörn so schaffen kann, das ist erstaunlich. Er hat mich da in seinen Bann gezogen. Also ich fand die Filmidee dann witzig, als ich mir die ersten beiden Folgen angehört habe. Da fand ich es dann plötzlich irgendwie cool. Aber das war nie so ein Hobby, weil wir haben ja auch Fans, deren größtes Hobby ist das, sich Highfilme anzugucken. Und nach Jahren in diesem Hobby finden sie erst raus, dass es darüber einen Podcast gibt und sind total begeistert. Und ich denke mir so, krass, wie passiert denn? Wie passiert das? Wie wird man denn da Fan von? Ja, genau. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen aufklären. Also für alle, die jetzt noch nicht verstanden haben, worum es eigentlich geht. Also Jörn und du, ihr schaut euch... High-Filme, also High-Katastrophenfilme der C-Klasse. C-Klasse. Also Trash. High-Trash. Ja, es gibt in diesem Filmgenre, also wie wir das vor 2 Episoden auch mit den Vampirfilmen hatten, gibt es also bei den High-Filmen auch irgendwie ein Genre,
wo mit relativ wenig Aufwand, aber viel Liebe zum Spektakel Filme gedreht werden. Und dafür gibt es auch offenbar einen Markt, sonst würden die ja nicht gedreht werden. In der Tat, da bin ich auch mal wieder erstaunt, dass es diesen Markt offenbar gibt, ja. Also wir gucken keine ernst gemeinten Filme, ne? Also so, dass wir Deep Blue Sea geguckt haben, ist eigentlich fast schon eine Ausnahme, weil das ist fast schon ernst gemeint. Das muss schon richtig schlecht sein. Also so, okay. Also absichtlich, die meisten Filme sind absichtlich schlecht, ne? Also ganz bewusst richtig schäbig, so. Das ist das Genre, was wir suchen. Ja, ihr habt mich sogar, vor 2 Monaten oder vor 3 Monaten habe ich irgendwie gesehen, da war YouTube, wurde unter, ich glaube, Netkino oder so, gibt es da irgendwie so, da wurde ein von diesen Hai-Filmen, die ihr auch besprochen hattet, wurde da irgendwie veröffentlicht, für konnte man also frei gucken, wo ein Hai und ein Oktopus gegeneinander kämpfen. Nee, das Sharktopus vielleicht? Ja, ich kann mal, keine Ahnung. Das ist dann und, aber eine und dieselbe Kreatur. Sharktopus ist quasi ein Hai mit Oktopus-Tentakeln unten drunter. Die haben gegeneinander gekämpft. Also ein Oktopus hat einen gegen einen, sowas habt ihr auch irgendwann mal besprochen. Aber ihr habt ja auch schon 61 Episoden auf dem Zähler. Also du hast dann 3 weniger, aber gut. Nee, 2 weniger. Zwei du weniger, hast dann 59, genau. Aber wenn man das zusammenrechnet, mit den, am Anfang haben wir ja, waren das 3 Filme, wir haben dann irgendwann mit 2 weitergemacht und irgendwann sind wir auf 1 umgestiegen. Also wir haben schon so 65 bis 70 High-Filme geguckt, ja. Wahnsinn. Und das Abgefahrene ist, wir sind durchgebucht bis nächstes Jahr Juli oder so und haben jeden Monat einen neuen Film. Das geht immer weiter. Ich dachte auch, vor so einem Jahr oder so sah es so aus, als würden wir den High Alarm Podcast irgendwann begraben, weil es nichts Neues mehr gibt. Und dann zack, zack, als hätten die das gehört, plötzlich gibt es total viele neue Filme und wir können uns eigentlich gar nicht retten vor neuen Produktionen. Das ist total geil. Toll. Und dreschig sich das anhört, so viel Aufwand treibt ihr aber auch. Also die Filme zu sehen, ist das eine. Eine Inhaltsangabe dazu zu schreiben, finde ich schon mal herausfordernd. Aber manchmal kommt es auch so, dass ihr die realen Ausschnitte nicht spielen dürft wegen Rechtefragen und dann spielt ihr das auch noch nach. Also dann macht ihr so eine Art Hörspiel daraus und das sind immer die Highlights. Also ich glaube, eure Fans feiern euch insbesondere dafür, könnte ich mir vorstellen. Das ist tatsächlich so, Arbeit steckt immer denn da drin? Bitte, erzähl ruhig, ich habe reingequatscht, Entschuldigung. Ja, alles gut, ich könnte auch sagen, ich hätte dich nicht ausreden lassen. Da steckt ja tatsächlich viel Arbeit drin. Teilweise, also Jörn guckt den Film auch manchmal zweimal, wenn er ihn zusammenfassen muss, weil er ihn dann einmal zusammenfassend guckt und dann noch einmal kommentierend guckt quasi. Weil wir haben ja dann, also der Ablauf ist tatsächlich so, wir machen ja so ein bisschen Feedback und so ganzen Krams vorweg und dann fassen wir einen Film zusammen und immer so blockweise erzählen wir ein bisschen Handlung und dann kommt ein Audiosnippet aus dem Film, um das Ganze zu untermalen. Und diese Zusammenfassung, die schreiben wir vorher auf, also die wird abgelesen tatsächlich. Immer abwechselnd fassen wir die Filme zusammen aus. Das sind immer so 3 DIN A4 Seiten ungefähr. Ungefähr, ja, kommt hin. Und dann kommen eben diese Audioschnipsel, die halt an kritischen Stellen oder an lustigen Szenen, die audiomäßig gut wirken, da reingeschnitten. Und genau wie du sagst, wir versuchen immer, wir sind ja korrekt, ne? Wir versuchen beim Verleih jeweils halt die Rechte zu bekommen, dass wir das Material nutzen dürfen. Und wenn wir da niemanden erreichen, weil das nur eine Briefkastenfirma ist oder, keine Ahnung, das nur eine @yahoo.de-Adresse ist, dann kommt schon mal öfter mal keine Antwort. Und keine Antwort heißt in unserer Sprache nein. Die meisten sagen, also die zurückschreiben, sagen so, wer seid ihr? Was? Echt? Okay, ja, meinetwegen mach. Andere wiederum, etwas größere Firmen, die geben uns teilweise sogar Vorschau-Exemplare. Also hier Sky Sharks zum Beispiel haben wir ein halbes Jahr vor dem Kino-Release geguckt und so. Da haben wir vom Regisseur ein extra Exemplar bekommen und so. Wow. Aber oft kommt es halt vor, dass das Leute eben nicht antworten und dann machen wir ein Hörspiel draus und dann merken wir uns beim Zusammenfassen den Dialog, den wir gerne verarbeiten wollen und dann nach der Zusammenfassung setzen wir uns hin, holen uns die Szene nochmal an und schreiben sie auch komplett runter und den Dialog, den sprechen wir dann mehr schlecht als recht nach und versuchen da immer alle möglichen Stimmen zu imitieren. Also dann das ist dann nicht so mit unseren normalen Stimmen, dass wir uns einfach so sprechen, sondern weibliche Stimmen werden dann total klischee-mäßig, saumäßig hochgesprochen und wir haben unterschiedliche Stimmbilder, die wir dann machen, also zum Beispiel voll hamburgerisch oder total übertrieben mäßig oder halt, ja, irgendwie so.
Und manchmal holen wir auch das gute Sinnlos im Weltall raus. Wildall, Sinnlos im Weltall raus, Junge, so voll verplappert, aber gut. Also, ne, wir versuchen dann halt so verschiedene Bilder und das finden unsere Fans, wenn man das so sagen kann, finden das total schön, wenn wir da diese Dialoge nachspielen, weil das meistens auch völlig an Inhalt vorbei ist und einfach nur dumm ist. Ja, und Geräusche gibt's auch. Also es hat schon Hörspielcharakter dann. Ja, Jörn macht dann so richtig stümperhaft noch Geräusche dazu, ja. Genau. Möwen kreischen und da hört man das Wasser plätschern und so weiter. Das ist schon wirklich, wirklich großartig gemacht. Also ich könnte mir vorstellen, also es ist sehr viel Arbeit, aber wenn du am Ende einer solchen Aufnahme nach Hause gehst, dann hast du auch das Grinsen im Gesicht, oder? Ja, macht schon Spaß. Also es macht vor allem Spaß, wenn wir uns treffen. Dann ist es auch so, dass wir den Film nochmal gemeinsam gucken und das ist aber manchmal auch ein bisschen gefährlich, haben wir letztens gemerkt, als wir das mal wieder zusammen gemacht haben, dass wir das ganze Pulver schon verschießen während des Films. So, hast du das gesehen? Das ist ja total bescheuert. Das sind Sachen, die man sich normalerweise aufschreibt. Aber es macht schon Spaß, ja. Weil wir reden, also wir fassen den Film zusammen, danach reden wir nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde über den Film, was uns aufgefallen ist und was wo total schlecht war und wie schlecht die CGI war und bla bla bla. Solche Sachen, hast du gesehen das und der Filmfehler hier und das fand ich besonders schlecht und was für ein schlechtes Storywriting. Und danach machen wir noch so eine TV-Vorschau, dann fasse ich immer einmal zusammen, was im nächsten Monat im Fernsehen läuft. Genau, und dann war es das, glaube ich, auch schon. Ja, was ja total verblüffend, also diese TV-Vorschau, die ist ja manchmal total verblüffend, dass dann ein Film von irgendeiner, von so einem Sender dann 3-4 Mal gespielt wird zu absurden Zeiten, irgendwie so nachts um 3 oder so. Und was? Da haben die offenbar die Rechte einmal gekauft und die füllen dann einfach ihre 24 Stunden gnadenlos damit mit ständigen Wiederholungen vom selben. Das muss. Sci-Fi ist da eiskalt. Also dann kommt sowas wie Sharknado am 27.07. um 3.14 Uhr, am 28.07. um 1.24 Uhr und am 29.07. um 7.21 Uhr, so ungefähr. Ja, genau. Aber manchmal kaufen die auch so Reihen. Also die Sharknado-Reihe wird einmal im Vierteljahr auf Sci-Fi halt komplett durchgespielt. Verrückt, verrückt, verrückt. Wisst ihr denn was von euren Hörenden? Wisst ihr, wer die Konsumenten eures Angebotes sind? Kriegt ihr Rückmeldung? Habt ihr eine Vorstellung, wie viele das sind und was für Leute? Also in meinen Augen immer noch Leute, die offenbar keinen hohen Anspruch an ihre Freizeitaktivitäten haben, weil ich finde es immer noch krass, dass sich das Leute anhören, aber ich finde es voll schön, dass es diese Community gibt. Ich habe auch schon einige davon getroffen tatsächlich. Einmal war ein Fan von uns auf dem Konzert von meiner Band. Das fand ich irgendwie auch kurios, weil wir bei ihm in der Nähe gespielt haben. Du weißt, wer du bist, schönen Gruß. Und ansonsten, ja, wir kriegen auf Twitter ja wahnsinnig viel Zuschriften, also die hören uns offenbar alle. Das sind halt so Verrückte wie du und ich, also so Podcast-Leute, die irgendwie Special Interests haben. Aber dann gibt's auch wiederum Leute, die tatsächlich Fans von Hai-Film sind, so wie Jill zum Beispiel, die letztens, vorletzte Folge bei uns zu Gast war, die ist so ein Riesenfan, dass wir sie einladen mussten. Die schreiben uns dann. Viele Hörerinnen und Hörer sind tatsächlich über einen Gastauftritt von uns zu uns gekommen. Also wir hatten vorher schon relativ viele Hörerinnen und Hörer, die, ich sag mal, die hat Jörn, glaube ich, alle reingeholt. Jörn ist ja in dieser Podcast-Bubble viel mehr drin als ich und macht da ja entsprechend auch Werbung in seinen ganzen anderen Produktionen. Aber als wir mal bei den Kack- und Sachgeschichten zu Gast waren, weiß nicht, Folge 72, glaube ich, oder 74, da kam noch eine ganze Welle zu uns rüber, ja. Aber die schreiben uns dann auch, wo sie herkommen und so. Eine Welle. Einmal habe ich tatsächlich jemanden getroffen, ein Arbeitskollege. Ich habe bei meinem jetzigen Job angefangen vor knapp über 3 Jahren. Und dann habe ich dem auch erzählt, der wollte irgendwie, dass man, jemand hat jemand gesucht, der was einspricht. Und hat gesagt, ja, kann ich machen, ich habe da Erfahrung mit. Und er so, wieso, bist du Podcaster oder was? Ich so, ja, mache ich tatsächlich. Ach, was machst du denn? Ich so, ja, High Alarm Podcast. Und der ist fast hinten übergefallen. Was, den höre ich seit auch seit einem halben Jahr. Du bist das, ist ja witzig. Das ist echt witzig. Ja, das war cool. Klasse. Ja, also, ist es denn,
sagen wir mal, du sagst ja gerade, die Leute haben mit ihrer, können mit ihrer Freizeit nichts Besseres anfangen, als das zu hören. Finde ich jetzt ein bisschen, also ich glaube schon, dass viele das auch bewusst hören, weil es einfach ja, natürlich, etwas ist, was, ist auch Entertain, was Entertainment bringt. Also ne, du hast einen schweren Arbeitstag gehabt und wie kriegst du dich wieder so ein bisschen aufgelockert, dann hörst du dir halt jetzt nicht was Kompliziertes an, sondern genau das, wo sich zwei Jungs da über solche Filme so auslassen. Kann ich total gut verstehen. Aber du musst ja auch vor allem den Film früher geguckt haben. Hast du denn immer Nerv, dir diesen Trash anzutun? Oder hast du manchmal auch so lange Zähne, dass du sagst, jetzt muss ich mich vorbereiten? Nein, ich hätte irgendwie mehr Lust auf, weiß was ich, Tolstoi oder irgendwas mit Tiefgang. Ja, mit der Frage triffst du einen Nerv, wo du mich auch ein bisschen mit Lacken machst. Tatsächlich ist es manchmal ein bisschen stressig, aber nicht nur für mich, auch für Jörn, weil wir uns natürlich fix verabreden. Wir verabreden den nächsten Termin immer am Ende einer Episode, immer einen Monat später, dann wann treffen wir uns, dann und dann. Und dann muss der Film halt noch geguckt werden. Und manchmal erwische ich mich, wie ich meine Freizeit leider zu wenig um diesen Termin plane und dann noch hektisch diesen Film gucken muss. Also dann nach den Jahren hat man das natürlich irgendwann raus, dass man sich dafür die Zeit nimmt und das möchte man ja auch. Aber tatsächlich ist es manchmal so, dass ich in der Zeit andere Dinge tun könnte und wenn der Film richtig schlecht ist, man sich auch denkt, Alter, was machst du mit deinem Leben? Aber die Aufnahme dafür macht es dann wieder so dermaßen wert. Also das ist gar keine Frage. Manchmal, wie gesagt, manchmal passiert es, dass man sich denkt, oh, jetzt würde ich gerne was anderes machen und das ist gerade ein bisschen doof, dass ich diesen Film jetzt gucken muss, aber das ist auch nur, wenn die Kombination aus privatem Stress und Film sehr, sehr schlecht passiert. Ansonsten macht das auch eine Höllenlaune, auch das alleine zu gucken. Weil man sich ja immer mitschreibt, wie ulkig und wie furchtbar das teilweise ist. Kann ich mir vorstellen. Ich hatte dir angedroht, noch ein bisschen über Technik zu reden. Machen wir ganz kurz. Wie ist eure Aufnahmetechnik? Setzt ihr euch immer zusammen hin oder macht ihr das auch irgendwie über Remote? Ich weiß, ihr macht Remote, aber ich tue jetzt mal so, als wüsste ich es nicht. Was benutzt ihr da so? Also Jörn ist ja absoluter Vollprofi. Der ist natürlich ausgestattet bis unter die Zähne. Und wenn wir uns gemeinsam treffen, was jetzt über Corona nicht so häufig war, aber sonst schon ab und zu, früher war das regelmäßig, da wohnten wir auch noch enger beieinander. Das ist jetzt sehr schwierig. Ich wohne ja in Hamburg und er wohnt da oben in Husum. Das ist schon weit, sag ich mal. War der Husum? Ja, doch. Entschuldigung. Ja, Husum. Das passiert nicht so häufig. Wir machen das meistens auch über Ultraschall. Also wenn wir beieinander sind, Jörn hat diese beiden, so zwei Headsets, diese fetten Dinger, wie heißen die denn? Weiß ich nicht. Und dann entsprechende Interfaces und irgendwelche Zoom-Aufnahmegeräte. Und der baut dann immer richtig auf. Das klingt dann auch immer entsprechend. Und wenn wir Remote machen, hat Jörn das gleiche Setup und ich habe hier zu Hause, sitze hier einfach an meinem Computer und habe irgendwelche USB-Mikros. Also ich habe hier immer mal, ich hatte so ein Billo-USB-Mikro von Thomann mal. Das war so Mittelklasse. Dann bin ich irgendwann auf so ein Zoom H2 umgestiegen, was ich einfach als Mikro nutze. Was dann einfach direkt im Rechner als Interface eingeschlossen ist. Ne? Ja. Und in diesem Moment habe ich mir aber von der Arbeit für meine Webinare ein Mikrofon geliehen für heute. Das ist aber auch so ein, in Anführungszeichen, nur ein USB Rode NT ist das. Und dann nehmen wir halt Ultraschall und dann geht's los. Soundboard rein und dann geht's ab. ran damit. Okay, ja, ich muss so langsam zum Ende kommen, weil wir noch so ein bisschen querbeeten und unsere Blütenschätze haben. Aber ich habe noch eine Frage. Normalerweise ist es ja der Hai eine Bedrohung für die Menschen. Und ich glaube, der Sinn eines Films ist eigentlich immer, wie kriegt man dieses Tier unschädlich gemacht? In der Regel versucht man es, glaube ich, zu erschießen oder mit einer Bombe in die Luft zu jagen oder so. Wie bringt man einen Hai um? Könnte auch eine Frage für Claudia sein. Die ist ja eine Autorin von Krimis. Und wir haben schon häufig darüber gesprochen, wie man Menschen umbringt. Ich habe noch keine Haie umgebracht. Ja, vielleicht mit Hai. Ein Hai könnte ja auch mal ein Werkzeug zum Töten sein. Nein? Ja, dann schauen wir mal.
Ich darf das ja wieder gar nicht so verraten. Doch, weil Benny ja vorhin auch die Sache sagte, so mit relatable und real person und so weiter. Menschen fragen ja dann auch manchmal so, ja, hast du denn irgendwie vor gar nichts Angst? Weil das offensichtlich relativ gut funktioniert, dass ich einen recht brauchbaren Bühnenmodus habe, ja. Also so bei Vorträgen und allem Möglichen. Ne? Doch habe ich vor Fischen. Also so Guppies in so einem kleinen Aquarium zu Hause gehen, aber das erste Mal, als so einer dann in so einem Armhaar von mir dann irgendwie gezuppelt hat, da bin ich in leichte Panik ausgeartet. Von daher hatte ich bisher noch nicht auf dem Schirm, dass ich einen Krimi mit Fischen oder auch Haien baue, aber das heißt ja nicht, dass es immer so bleibt. Schauen wir mal. Aber Benni, was ist deine bevorzugte Art und Weise, die Haie zu töten? Also Fans meines Podcasts wissen, was jetzt kommt. Die für mich coolste Variante in einem Film, die jemals gezeigt wurde, ist, dass ein Hai erstickt wurde. Und zwar war das bei Shark Week, 7 Tage, 7 Haie. Da gehen sie der Theorie nach, dass ein Hai ja, wie sämtliche Lebewesen mit Kiemen, Sauerstoff in der Form aufnehmen, als dass der sauerstoffhaltiges Wasser durch die Kiemen fließt. So. Und die haben sich gedacht, wenn man so ein Hai rückwärts zieht, kann ja kein Wasser mehr da durchlaufen und dann erstickt er. Das ist auf jeden Fall bisher meine mit Abstand coolste Methode, wie ein Hai umgebracht wird. Ansonsten ist es halt immer so, dass sie den Dynamit fressen lassen oder sonstiges. Also immer irgendwie in Stücke reißen ist meistens das Gängige, sag ich mal. Gibt es noch irgendwelche anderen Varianten? Eigentlich kaum. Also deswegen ist wahrscheinlich meine Lieblingsvariante die ersticken, weil die einfach so absurd und wunderbar dargestellt ist in diesem Film. Und die referenziere ich halt immer wieder. Das ist bei uns ein Running Gag, dass ich auf den zu erstickenden Hai irgendwie zurückkomme. Das würde ich sagen. Du könntest es kombinieren mit Meeresverschmutzung und ihn durch eine kaputte Plastiktüte schwimmen lassen. Und die, also da bleibt er dann so drin stecken, dass es über den Kiemen klemmt und er dann durch diese Plastiktüte erstickt. Das könnte sogar gut sein. Das ist tatsächlich witzig, dass du das sagst, weil das ist ein Riesenthema in Haifilmen. Man denkt es vielleicht nicht, aber Haifilme, das Haifilm-Genre, hat offenbar irgendwie so eine Art moralische Mission, denn es in fast jedem Film gibt es den Hintergrund, dass irgendwie Menschen daran schuld sind, dass. Und es ist meistens Fracking, irgendwelche Umweltverschmutzung, ins Wasser gekippte Ölfässer oder Atommüll und bla bla bla. Immer sind diese Monster, die da dargestellt werden, diese unrealistischen Monster, sind fast immer Menschen gemacht. Irgendwelche Laborversuche und so weiter. Und da ist immer jemand, irgendein Biologe oder irgendeine andere Wissenschaftlerin oder sonst was, die da den Finger hochtragen zeigen und die Moralkeule kurz schwingen. Manchmal nur in einem Satz, manchmal auch den ganzen Film über. Und das wäre absolut ein Punkt, was du sagst mit der Meeresverschmutzung, ist definitiv auch schon in Haifilmen vorgekommen. Das ist also gar nicht so unwahrscheinlich, dass sowas mal passiert, ja. Ich habe es jetzt noch nicht angefangen, das zu hören. Und in Folge 3 war auch so ein Ausschnitt von wegen, ja, jetzt haben wir eh hier alles schon, das ganze Erdöl, die ganze Kohle, jetzt ist eh egal, so ungefähr. Da war irgendwie so ein Ausschnitt aus dem Film. Und jetzt sind wir auch noch dran schuld, dass dieser Hai da aus der Blase, der irgendwas mit einer Bohrinsel und so. Naja, auf jeden Fall war da auch so ein sehr, sehr, wo ich dachte, okay, das passt ja so richtig ins Thema gerade. So mit Umweltverschmutzung und genau, fand ich sehr spannend. Vielleicht kommen auch deswegen nochmal so viele Haifilme jetzt raus, weil es ist wirklich, wirklich beachtlich, wie viele Haifilme jetzt in nächster Zeit rauskommen. Es ist auch, wie gesagt, kein Scherz. Wir sind bis für immer ausgestattet mit neuen Filmen. Wobei das mit der Plastiktüte, Claudia, ich könnte mir vorstellen, die Botschaft geht nach hinten los. Denn wenn die Verschmutzung am Ende dafür sorgt, dass eine lebensbedrohliche Situation aufgelöst wird, dann ist es ja eher dafür, ein Plädoyer, mehr Plastiktüten ins Meer zu werfen, ne, um sich vor potenziellen Riesenhaien oder so zu schützen.
könnte nach hinten losgehen. Meinst du ähnlich wie die Sache mit den mehr Atomkraftwerken gegen die Sache mit zu viel Kohle oder das ja, mit diesem elends vielen Plastikmüll, den wir jetzt durch diverse Corona-Tests und so weiter produzieren, was wir halt verwenden, damit wir von dem anderen Zeug nicht umgebracht werden? Ja, genau. Ja. Okay. Ja, es gibt ja auch schon, so eine Art Corona-High-Film tatsächlich. Ich weiß gar nicht, inwiefern das irgendwie Absicht war oder Zufall, aber ich glaube, es passte. Das war hier Virus Shark, Folge 55 müsste das gewesen sein. Hier habe ich es auch direkt. Eine von Hypebissen übertragene globale Pandemie bedroht die Menschheit. Klingelt da was? 20. März 2021. Also es war mitten in der Pandemie, wo genau der Film rauskam. Und das ist wirklich so, gibt kein Gegenmittel. Und nur, dass es halt nicht über Aerosole, sondern über Scharkosole übertragen wird. Sehr schön. Es war übrigens aber auch eine Erkenntnis die oder halt eine Überlegung, die ich unlängst hatte mit einer Autorenfreundin. Wir haben ja irgendwie oder so als Menschheit, als Gesellschaft verdrängt, dass wir den ganzen Krempel halt so 1918 rum auch schon mal hatten, ne? Halt so mit Spanish Flu und Stuff. Die Überlegung war, es gibt relativ wenig bekannte Bücher, Filme, Kunstwerke, keine Ahnung, Dinge, die jetzt erhalten sind, auch in der Gesellschaft als, also die halt so irgendwie in diese, was ist denn jetzt das richtige Wort, Gesellschaftskultur, in dieses gesellschaftliche Gedächtnis eingeflossen sind, weil damals die Leute auch schon gesagt haben, ich will nie wieder was davon hören, ich will den Kram nicht lesen, niemand will irgendwelche Sachen über die spanische Grippe lesen. Mit dem Ergebnis, dass es alle vergessen haben. Von daher finde ich es eigentlich ganz cool, dass es jetzt dann halt auch Filme gibt und es gab ja auch schon 2020 die ersten Bücher, wo dann halt Corona auch thematisiert wurde, dass es dann halt auch wirklich irgendwo im Gedächtnis bleibt, dass wir das Problem schon mal hatten und hoffentlich irgendwann vielleicht auch wieder gelöst haben werden. Schauen wir mal. Also ne, es ist schon gut, wenn Dinge halt so ins Gedächtnis der Gesellschaft einsickern. Ich denke mal, wenn es 1918 das Internet gegeben hätte, dann wäre da auch noch viel mehr von übrig geblieben, oder? Also unsicher. Zwischendrin hätten wir wahrscheinlich schon ein paar Mal irgendwelche Rechenzentrums-Crashs gehabt. Ja, genau. Das mit dem Langzeit- von daher ist alles, was im Zweifelsfall auf Zelluloid oder Papier ist, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, das stimmt wohl auch. Ja. Ist bei der Aussicht auf neue Filme auch ein Crossover zwischen Vampirfilmen und Haifilmen dabei? Vor zwei Episoden hat uns der Dirk berichtet, dass er sowas mal gesehen hätte. Hast du das auch schon Dracula im Visier? Ja, klar, das ist längst Thema bei uns, dass wir mit den beiden auch. Also ich habe tatsächlich gestern die Folge mit den beiden von euch gehört. Wo ja witzigerweise, ja. Also ich habe einfach random nochmal eine Folge angehört, nachdem ich es viele Monate, Jahre nicht getan habe. Und dann habe ich genau diese Folge rausgepickt und dann irgendwo mittendrin plötzlich redet ihr über den High-Alarm-Podcast und ich so, oh, das ist ja witzig, das ist ja ein Riesenzufall. Und da geht's halt genau, da habe ich gehört, dass ihr über Sharkula geredet habt und das ist natürlich ein absolutes Must-Do-Crossover mit den beiden. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Da sind aber auch lustige andere Sachen. Ich habe die Liste gerade offen, also Was High-Filme ja noch so besonders schön macht, finde ich, sind oft diese Wortspiele, ne? Die heißen also Jurassic Shark und so und Sharknado, Sharktopus, Santa Jaws, hast du letztens gemeint hier mit in der Folge, irgendwie, da hast du über diese Weihnachtsepisode gesprochen, das war Santa Jaws. Was haben wir noch so? Ja, Atomic Shark, Spray Shark. Was war das eine noch? Ein Name, wo ich richtig entrüstet war, dass der Inhalt nicht zum Filmtitel passte, war The Raiders of the Lost Shark. Was für ein genialer Titel, aber leider war es inhaltlich nicht annähernd irgendwie in die Richtung. Aber jetzt kommt Jurassic Shark 2 Aquapocalypse zum Beispiel kommt raus und was ich auch sehr großartig finde, Noah's Shark. Also Noah's Ark, Noah's Shark geht also offenbar hat Noah auch offenbar hat Noah auch ein paar Haie mit auf die Arche genommen. Da freue ich mich sehr drauf. Das wird, glaube ich, ganz großartig.
Immer zwei von einer Art. Ja, super. Mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wunderbar. Ja, wunderbar. Ja, also dann geht euch ja der Stoff nicht aus. Das ist ja schon gar nicht, nee. Also wenn ich hier mir die Liste angucke, die Jörn da gemacht hat, das ist unglaublich. Also wir sind schon in 23, bis wir aktuell keine Filme mehr haben. Wahnsinn. Ja, super. Finde ich schön. Also dann lohnt es sich, also für alle, die jetzt heute zum ersten Mal vom High Alarm Podcast gehört haben, das ist die eine Hälfte der Benny, der mit dem Jörn zusammen den Podcast macht und das ist schon eine großartige Stimme. Jörn ist eine weitere großartige Stimme und dann kommen noch diese wunderbaren Rezensionen und die Hörspiele dazu. Also eine große Hörempfehlung von meiner Seite auf jeden Fall. Dankeschön. Dankeschön dafür, dass du uns so schön viel erzählt hast. Wir kommen langsam von der Gartenbank runter. Es wäre schön, wenn du einfach noch bei uns bleiben würdest. Jetzt kommen wir noch durchs Querbeet und dann durch die Blütenschätze. Absolut. Oder Sesslinge, Blütenschätze. Misch dich einfach gerne ins Gespräch ein. Ich hole mir so schnell ein Bier und dann geht's weiter. Ja, danke, dass ich mich hier so ausplaudern durfte. Ich komme ja immer selber schnell ins Schwätzen, aber das scheint ja auch das richtige Format dafür zu sein. Absolut, absolut. Du hast dich hier eingefügt wie ein Fisch im Wasser. Kann man nicht anders sagen. Danke. Schön. Okay. Ja, Heide Witzka, würde ich sagen, wir kommen ins Querbeet. Wir wurden gebeten, auf den Call for Participation für den R3C hinzuweisen. Hat einer von euch. Und es ist übrigens die RC3, just saying. Die RC3. Ja, weil R3. Die Experience. Oh komm, du weißt es ja besser als ich. Remote Chaos Experience. Deswegen die RC3, just saying. Ich hab's falsch schon geschrieben. RC, war schon zu spät gestern Abend. Man sollte das nicht in der Nacht machen. Du machst das total großartig, okay. Mach einfach weiter. Nee, eben nicht. Remote Chaos Experience, also der Kongress wird dieses Jahr auch wieder online stattfinden, aus guten und bekannten Gründen. Man bekommt ja schon in normalen Jahren die Kongressseuche mit und das wollte man jetzt nicht zu wörtlich nehmen, wie im letzten Jahr schon nicht. Aber man kann aber, es wird auch wieder ein Sendezentrum, ein virtuelles geben und die Vorbereitungen laufen im Hintergrund. Ist einer von euch da irgendwie näher dran? Sebastian, hast du irgendwie nähere Einblicke da? Oder hier, nein, habe ich nicht. Auch nicht. Lars, bist Kannst du da? Kannst du die Frage näher nein. definieren? Naja, Der Sascha hatte uns per Twitter aufgefordert oder gebeten, wenn noch nicht geschehen, könnt ihr den Sendezentrum Call for Participation auf die Querbeet-Liste setzen. Das würde ich gerne getan haben. Also save the date, vom 27. bis zum 30. Dezember gibt es wieder einen RC3 und natürlich auch ein Sendezentrum mit Live-Podcasts und Vorträgen. Erste Infos dazu im Sendegate und die Details zur Einreichung, also man kann da irgendwie ein Bühnenprogramm anbieten, folgen. Das war aber schon am 3. November, das heißt, wir sind jetzt 15 Tage weiter. Vermutlich ist das alles schon etwas konkretisierter. Der Hinweis auf den Eintrag im Sendegate und dass man eben da sein Programm anmelden kann. Claudia, bitte. Genau, also der CFP ist offen, man kann da aktuell einreichen, der ist auch gar nicht so elends lange, das heißt, wenn ihr das jetzt gerade hört, guckt mal nach, ob er jetzt noch offen ist, für den Fall, dass ihr es aus der Konserve hört. Alle, die live dabei sind, er ist jetzt zur Sekunde offen, ich weiß gerade nicht auswendig, bis wann, müsste ich jetzt ganz schnell nachgucken, aber jedenfalls wird es dieses Jahr keinen Main-Track geben, sondern die verschiedenen Bühnen, die verschiedenen Channels, die haben sich quasi zusammengetan zu einem großen Meta-CFP, hat jetzt nichts mit Facebook zu tun, sondern es geht darum, dass sie sich halt quasi gemeinsam zusammengetan haben, die, wenn ihr einen Vortrag, einen Podcast, ein was auch immer einreicht, dann werdet ihr auch gefragt, darf das geteilt werden mit den anderen Bühnen und dann wird es da halt auch eine Talk-Börse quasi geben, wo die einzelnen Bühnen sich dann halt gegebenenfalls absprechen, was bei wem, wann, wie laufen kann und soll. Genau, und so wird halt dieses Jahr das Programm noch mal ein bisschen bunt und freue mich da schon ganz, ganz dolle drauf. Klingt auf jeden Fall ganz cool, was bisher so alles
angekommen ist. Ja, wir werden also da aus der Ferne oder jeder für sich an dieser Veranstaltung teilnehmen können. Ja, so wie beim letzten Mal auch. Sehr schön. Genau. Genau, und ansonsten events.ccc.de im Auge behalten, da gibt es dann auch wieder die Infos. Man kann sich schon langsam melden, wenn man wieder Maps pixeln möchte. Das heißt, grobe Richtung wird es recht ähnlich aussehen wie im letzten Jahr. Alle weiteren Sachen auch zu Ticketausgabe. Ne? Also ihr werdet auch wieder ein Ticket brauchen, wenn ihr auf diese 2D-Welt möchtet. Das findet ihr dann alles auf events.ccc.de. Gegebenenfalls flink sein, ne? Weil ja letztes Jahr haben dann doch einige früher oder später festgestellt, dass es doch gar nicht so uncool war, wie sie dachten, dass es wäre. Vermutlich sind dieses Jahr die Tickets dann wieder etwas flinker weg. So, und im Chat wurde uns gerade noch gesagt, die Einreichungsfrist endet und zwar an einem Abend um 23.42 Uhr, zwei magischen Nerd-Zahlen, 23.42 Uhr und zwar am 11. Mein Gott, November. 24. November, das wäre ja sonst Heiligabend. Das hat uns die Gandalf gerade noch reingereicht. Dankeschön dafür. Super. 24.11. 23.42 Uhr endet das Zeitfenster für die Einreichungen bei allen Channels gemeinsam. So, und Sascha sagt noch, wer im Sendezentrum helfen möchte, gerne im Sendegate oder bei mir melden. Sascha hat die Adresse, warte mal, Schiller 79, jetzt gucke ich nochmal eben, ja, @Schiller, S-H-I-L-L-E-R 79 bei Twitter. Prima. So, das ist jetzt eine Veranstaltung gewesen, die haben wir im Prinzip ein bisschen vorgezogen. Ich frage mal eben bei dem Sebastian, Technik oder so, irgendwas Neues, gibt es da spontan irgendwas? Gerade nicht, nee, nichts, was mir spontan einfällt. Sonst hättest du es ja wahrscheinlich auch eingetragen. Die Frage kann ich mir eigentlich mal klemmen. Ich hab immer das Gefühl, ich will dich nicht übergehen, aber du wärst ja auch... Du würdest das ja hier dann auch vermerken. Also ich will dich nicht immer in Verlegenheit bringen. Das ist ja irgendwie auch blöd. Sorry dafür. Alles gut. Aber spielst du uns bitte den Trailer für den Blühkalender? Mache ich gerne. Danke. So, ich fange wieder an. Eine Veranstaltung haben wir gerade genannt, hervorgezogen sozusagen, aber es gibt noch andere Veranstaltungen im Podcastland oder zumindest in dem Ausschnitt, den wir irgendwie betrachten können, und die Liste hat wie immer der Lars. Bitteschön. Ja, eine recht kompakte Liste ist das dieses Mal, aber schauen wir mal. Ich habe mich wieder im Sendegate umgeschaut für die nächsten 3 Monate und zwar einmal auf dem Terminkalender und ich bin auch mal durch die Meetups durchgegangen und ja, eine kurze Liste von Veranstaltungen gibt es dieses Mal. Und zwar am 20. November gibt es ein Funheim, dieses Mal schon mal als Weihnachtsfeier. Los geht's da mit einem gemütlichen Beisammensein auf dem Teamspeak-Server der PodWG im Channel Funheim. Brandfrisch kriege ich aber gerade eben mit, dass das vielleicht direkt im Big Blue Button beginnt. Das hätte eigentlich erst um 20 Uhr bislang so anfangen sollen, also mit einem Wichteln im Big Blue Button. Jetzt ist es vielleicht so, dass das gemütliche Beisammensein auch schon dort stattfindet. Da muss man sich dann mal eben zwischendurch informieren. Es kommt gerade in dieser Minute, sehe ich das hier in einem Chat durchlaufen, dass da vielleicht was passiert. So, nach dem Wichteln soll dann noch ein Spieleabend folgen. Infos gibt's unter funheim.unterhaltungszimmer.de. Am 24. November gibt es das Berlin Podcasting Meetup. Das war zuerst als richtiges Treffen vor Ort angekündigt, findet jetzt aber doch remote statt. Stattfinden soll das von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Weitere Infos gibt es in der Berlin Podcasting Meetup Gruppe. Am 9. Dezember gibt es ein Podcast Meetup Franken. Das wird virtuell per Discord stattfinden und auch da soll gewichtelt werden. Beginn ist um 19 Uhr. Für den 15. Dezember ist dann ein Podcast-Meetup München angekündigt. Infos gibt's da sicherlich rechtzeitig vorher unter podcast-muc.de. Ja, dann gerade das R3C, die R3C, jetzt bin ich auch durcheinander,
haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ich habe jetzt gerade den Termin gar nicht, von wann bis wann genau ist das? Hat das jemand gerade parat? Ja, ich guck wie noch mal immer, 27. bis 30.12. Wir müssen das unbedingt noch mal in den Kalender eintragen. Aber es ist dann RC3, das C muss nach vorne. RC3, genau, ja. Alles gut. Was habe ich denn gesagt? R3C. Och, zum es sind alle wichtigen Bestandteile drin gewesen. Ja, gut. C3PO. Dann, ich werde mich im Laufe der nächsten Wochen dann durch die möglichen Iterationen noch durchsickern. Nimmst du noch ein H2D2 dazu? Irgendwas wird sich finden. Nein, H2O, egal. Ja, und ich kann auch eben ankündigen, dass es wahrscheinlich Anfang Januar kein Pottruhe-Treffen geben wird. In Anbetracht der aktuellen Zahlen will ich das nicht organisieren. Das kann ich auch schon mal eben sagen. So, ja, im Terminwiki findet man auch die Links zu den Veranstaltungen, die ich gerade genannt habe, und oftmals auch genauere Adressen und so weiter. Und weil es ein Wiki ist, findet man eben dort, hat man dort die Möglichkeit, weitere Einträge selber vorzunehmen, und dann tauchen die hier beim nächsten Mal auch auf. Das wär's. Vielen Dank. Du könntest bitte sehr gut die High Alarm TV-Vorschau sprechen. Das war genauso, wie ich das auch immer mache, also mit den Terminen und so. Habe mich gerade sehr daran erinnert gefühlt. Also wenn du mal zu Gast sein möchtest und die Termine vorlesen möchtest. Ja, ist, sowieso. Also du kennst ja das Projekt. Durchaus. Ja. Okay, guck mal, hier werden schon neue Bünde geschlossen. Wie schön. Also im Chat werden gerade alle möglichen Kombinationen der drei Elemente 3R und C durchgespielt. 3RC, R3C, CR3 oder CR3. Nee, 3, egal. Und mit Groß- und Kleinschreibung auch noch. Also für maximale Verwirrung ist gesorgt, auf jeden Fall. Der Dirk Prims hat ja letzthin, als er da war, gesagt, oh, ich habe immer so tolle Ideen und ich gucke ja auch im Podcastland rum, ich bin ein Perlentaucher und wenn ich mal was finde, schmeiße ich es euch rüber, und das hat er diesmal reichlich getan. Er hat uns zumindest einen Setzling reingereicht. Zu den Setzlingen bitte. Ich kann einfach nur vorlesen, was er uns geschrieben hat, selbst reingehört habe ich nicht. Es geht um den Podcast Unkraut und Karnickel. Im Klappentext da heißt es, der Kern von Unkraut und Karnickel lässt sich in einer Frage zusammenfassen. Warum gibt es plötzlich so viele Podcasts? Das versucht der Journalist David Spittmann herauszufinden und lädt zu diesem Zweck Podcaster zu einem Interview ein. Dabei geht es um Fragen wie, warum sie angefangen haben, Podcasts zu machen und warum über das gewählte Thema gesprochen wird. Mit Unkraut und Karnickel kannst du deinen liebsten Podcast aus einer anderen Perspektive kennenlernen oder sogar völlig neue Podcasts entdecken. Ja, das Prinzip ist uns nicht ganz unvertraut, und Unkraut und Karnickel haben wir im Sendegarten, wenn wir genau hinsehen, wahrscheinlich auch an allen möglichen Ecken. Das ist ein, warte mal, er hat uns hingewiesen auf Und Bitte. Das ist die erste Episode, und der Podcast heißt tatsächlich Unkraut und Karnickel. Ach so, das war der, wo im FÜD nur podcaster.de steht. Da habe ich nicht ganz verstanden, wo denn jetzt eigentlich die Seite ist. Aber wir werden das entsprechend verlinken, oder vielleicht ist euer Podcatcher auch schlau genug, wenn ihr einfach die Worte Unkraut und Karnickel eingebt, und dann wird vielleicht auch das Angebot schon auftauchen. Das wäre der Setzling für diese Ausgabe. Und damit kommen wir zum Ende, zu den Blütenschätzen. Und auch da haben wir etwas mehr diesmal. Das ist auch ganz gut, dass wir noch ein bisschen Zeit übrig haben. Da hat uns dann der Dirk gleich zwei Blütenschätze genannt. Ich mache einfach mal weiter, auch wenn das in der Reihenfolge jetzt hier nicht ganz stimmt, weil ich sozusagen alles, was von Dirk gekommen ist, hier so mehr oder weniger bündele. Und zwar hat er geschrieben, Blütenschatz, der Podcast Her Story, also Her im Sinne von Englisch sie, oder ihr, Her Story, H-E-R-S-T-O-R-Y, starke Frauen der Geschichte.
Und da ist sein Blütenschatz, sein Pick, wie er es nennt, die Folge 37, Anna Büschler, die Frau, die ihren Vater und Schwäbisch Hall verklagte. Und zum Angebot insgesamt ist noch im Klappentext geschrieben, Her Story ist ein Podcast über starke Frauen der Geschichte, im Guten wie im Schlechten. Her Story stellt dir alle zwei Wochen Pionierinnen in Hosen, auf Motorrädern, mit Mikroskopen und Revolvern vor. Her Story erzählt von Wegbereiterinnen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik und all jenen, die sich nicht um Geschlechter oder Rollenbilder scherten. Spoiler: Nicht jede Protagonistin taugt als Vorbild, aber es geht auch nicht darum, das Auftreten von Frauen in der Geschichte weiß zu waschen, sondern darum, ihnen dort überhaupt einen Platz zu geben. Also, das ist Her Story und im Besonderen die Episode 37, die Anna Büschler. Das ist der eine vom Dirk und dann hat er noch einen zweiten Pick rübergeworfen und zwar ist das Notizen aus Amerika und da die Episode Amerikas Küsten, Strände, Stürme und Fischerboote. Die haben keine Nummer angegeben, das ist einfach die Folge. Aber vielleicht zum allgemeinen Klappentext zu Notizen aus Amerika. Notizen aus Amerika ist ein monatlicher Podcast über Menschen und Ideen aus den USA. Thema für Thema, nicht Tweet für Tweet. Also Thema für Thema, nicht Tweet für Tweet. Man muss das auch mit dem nach unten bringen. Gut. Im Zentrum jeder Folge stehen Gäste, die beim jeweiligen Thema tief unter die Oberfläche tauchen oder versucht haben, etwas zu verändern. In den USA und für uns alle. Das waren die zwei Empfehlungen oder die Blütenschätze vom Dirk. Aber wir haben noch mehr Zuschriften. Einen Blütenschatz von Benjamin zum Beispiel. Sebastian, magst du den zum Hören geben? Ja, im Moment muss ich nur gerade raussuchen. Nimm dir die Zeit. So, Benjamin Remmers schreibt, absolutes Podcast-Gold. Wer Hamburg mag, sollte sich diese Folge und die anderen anhören. Maike im Hafen, 6. November, Ahoi, Begrüßungskapitän, neue Podcast-Episode online. Genau, an der Schiffsbegrüßungsanlage in Wedel, kurz vor den Toren Hamburgs, werden seit 1952 alle größeren Schiffe mit freundlichen Worten und Hymnen begrüßt oder verabschiedet. Wie wird man Begrüßungskapitän? Im Rahmen der Kooperation mit Hamburg Ahoi traf ich Wolfgang Adler, der am Schulauer Fährhaus schon als Kind die Hamburg-Flagge dippen durfte und von seinem Weg in die Kommandozentrale dieser beliebten Zeremonie berichtet. Ja. Genau, das ist der Podcast von der Maike, die ja hier auch schon mal als Gästin im Sendegarten war und sie läuft unter dem Handle Maike im Hafen, aber der Podcast heißt Elbinsel-Tour und das ist eben die 21. Tour Ahoi Willkommen Höft und sie sitzt da wirklich mit diesem alten Kapitän oder mit dem alten Herrn, der nicht wirklich ein Kapitän der großen See war, aber der hat schon das ein oder andere kleine Patent, glaube ich. Und der bedient halt diese Schiffsbegrüßungsanlage, wo ein- und ausfahrende Schiffe mit ihren entsprechenden Nationalhymnen gegrüßt werden. Und der erzählt einfach sehr schön, wie so ein älterer Herr eben erzählen kann und macht Spaß, da reinzuhören. Das ist dem Benjamin aufgefallen und hat uns das als Blütenschatz rübergeworfen. Dankeschön dafür. Und was haben wir noch? Der Hörerblütenschatz aus dem Kommentar von oben. Zu Beginn der Sendung hatten wir ja schon auf die Waldmix-Spezialfolge hingewiesen, weil es da um die Vampire ging. So, das ist die Waldmix-Spezialfolge 36. Darauf hatte uns ja der Hörer hingewiesen, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Wer war das noch? Ja, wollen wir nicht unterschlagen. Der Hendrik. So, danke schön, Hendrik. Den hat es da hin verschlagen. So, jetzt wollen wir eben gucken. Benjamin, der Hendrik, Dirk, noch ein Dirk. Jetzt haben wir noch einen Blütenschatz von Mr. Schlupfington. Claudia, hast du das vorliegen oder Vera? Vera vielleicht? Hast du es? Siehst du es gerade? Ja.
Lass mal hören. Moment, genau. Das finde ich super, weil ich habe es nämlich nicht offen. Da gerade die 50. Folge erschienen ist, würde ich euch gerne den Kinderhörspiel-Podcast Das Detektivbüro Frederik als Blütenschatz zuwerfen. Mein Sohn und ich lieben den Podcast und freuen uns jede Woche auf die neue Folge. Das Detektivbüro Frederik hat geöffnet. In diesem Podcast für Kinder wird in jeder Folge eine spannende, aber auch lustige Detektivgeschichte gelöst. Ja, und dann hört der Satz hier auf. Genau, aber Links in den Shownotes dann wahrscheinlich. Klingt gut irgendwie. Genau. Das Detektivbüro Frederik. Ich habe keine Ahnung, ich habe da auch leider nicht reinhören können. Aber der Gespenster auf dem Dachboden klingt schon mal nicht schlecht. Dankeschön, Mr. Schlupfington. Sehr hübsch, sehr hübsch. So, dann haben wir noch einen Blütenschatz von auswärts, vom Kiel is Calling. Was schreibt der? Claudia, hast du's? Was siehst du's? Nein. Nein. Dann lese ich ja, doch bitte. Hier. Das ist, genau. Ich höre gerade Dirk Brings Podcast Projekt Tagebuch mit einem Gespräch mit Martin Rützler. Bei DLF und Tagesschau dürfen mich, oh Gott, nochmal. Bei DLF und Tagesschau dürfen mich nicht verarschen, kam ich nicht mehr aus dem Nicken raus. Außerdem zwei Lieblingsstimmen in einer Episode. Mega. Zwei Herzen. Ich hätte auch Doppelherz sagen können, ne? Egal. Boom, boom. Wie wurdest du eigentlich zum Podcast-Gärtner, Martin? Martin spricht seit Jahren mit PodcasterInnen und Podcastern über das schönste Hobby der Welt und spricht auch sonst gerne mit Menschen über Themen, die ihn faszinieren. Nur ihn selbst haben bisher, und jetzt hört der Text da schon wieder auf, das ist doch unfassbar. Ja, was ist denn das für eine Vorbereitung hier? Moment, ich habe draufgeklickt. Naja, eine bessere als meine, nachdem ich es gar nicht erst offen hatte. Genau, hier steht nur ihn selbst haben bisher, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann hört der Satz auf. Ja. 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 Da werden wir nie erfahren, was nur ihn selbst. Nur ihn selbst haben bisher nur wenige auf die Podcast-Gartenbank gelockt. Wir sprechen in diesen launigen 2,5 Stunden darüber, wie Martin zum Podcasting fand, welche Sendungen er liebt und was vielleicht heute anders ist als damals zur Zeit von NSFW und Co. Und ich prangere das sehr an, weil ich mit Martin immer ein Gespräch hier im Sendegarten machen wollte und dann macht er das einfach woanders. Tja. Mhm. Hätte ich das gewusst, Lars. Du weißt das. Es steht ja, im Trello. Aber, ja, da stehen aber auch noch 30 andere. Also das war jetzt nicht so. Du hast dich gesträubt, aktiv gesträubt. Aktiv. Ja, ich bin ehrlich gesagt, ist es auch besser, dass es nicht im Sendegarten passiert ist. Weil oder? Egal. Es ist jetzt, wie es ist. Ja. Ist, wie es ist. Ja, außerdem, ja, nein. Entschuldigung. Oh, ich schmoll noch. Wir machen das nochmal. Du kannst mich auch gerne nochmal interviewen. Ja, dann erzähl ich einfach die Geschichte nochmal. Ist doch egal. Sind da andere Leute da? Wir begrüßen da heute Abend den Martin auf der Gartenbank. Hallo, Martin. Ja, jetzt nicht gerade, jetzt heute, sondern. Zwei Minuten habt ihr noch. Das sagst du immer. Ja, dann in zwei Wochen, wa? Ja, siehste, so geht das jedes Mal. Mhm. Ja, ja gut. Also ich bin da interviewt worden und habe da diverse Sachen erzählt. Und ich war so ein bisschen wie Benny. Kaum habe ich mal angefangen zu labern, gab es kein Ende irgendwie. Der konnte mich nicht gut. Nein, er hat auch schöne Fragen gestellt. Also es liegt, es lag auch an seiner Moderation. So, das waren jetzt die Blütenschätze von auswärts. Und jetzt frage ich mal die Blütenschätze inwärts. Aber fangen wir mal beim Gast an. Benny, hast du zufällig irgendetwas gesehen, gehört, gelesen? Einen wunderbaren Vampirfilm, hätte ich beinahe gesagt. Hai-Film gesehen, wo du sagst, das ist etwas, was ich euch gerne mitteilen möchte. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach. Nee, ich habe immer nur irgendwelche, ich habe immer nur Quatsch, den ich verlinke und verteile. Also gerade nichts, nee. Nee, macht ja nichts. Also es ist ja kein Zwang, dass man hier Blütenschätze haben muss, um Gottes Willen. Also alles gut, alles gut. Meistens sind wir mutig. Ja, genau, hast du noch ein paar Minuten. Dann frage ich mal weiter. Sebastian, hast du was irgendwie? Nee, nichts Neues.
nichts Neues. Gut. Sprich wieder zur Claudia. Hast du vielleicht irgendwas erlebt oder gesehen, gehört, gelesen? Tatsächlich ja. Hey. Ja, ich war auch erstaunt. nee, und zwar gibt es dieses Jahr eine neue Verfilmung vom The Green Knight oder halt auch als Buch Sir Gawain and the Green Knight oder The Green Knecht. Das ist ein sehr altes, mittelalterliches Buch über den Sir Gawain und was er halt so erlebt mit dem grünen Ritter. Also ich mag die Geschichte an sich schon total gern. Ich habe es damals halt in Mittelenglisch in der Uni gelesen. Es gibt eine sehr schöne Übersetzung übrigens von Tolkien in modernes Englisch. Sehr, sehr großartig. Also der hat ja auch literaturwissenschaftlich gearbeitet und eben Übersetzungen aus Mittelenglisch gemacht. Und da gibt es eben von diesem Jahr eine neue Verfilmung davon. Ich kann mal diesen IMDb-Link in den Chat werfen. Genau, und die haben wir jetzt unlängst gerade gesehen. Ich mochte sie sehr, also wirklich schön umgesetzt und vor allem auch ganz tolle Filmmusik dazu und halt auch eine ganz, also ich fand die ganz toll, halt ein ganz bestimmtes Lied davon, das Père Noël, was sie dabei hatten, das hängt so ein bisschen bei mir im Kopf nach und ist so ein Ding von, oh, da hätte ich eigentlich total Lust, das mal zu singen und jetzt suche ich gerade den. Also ja, es gibt den Soundtrack, aber jetzt suche ich irgendwie gerade nach dem bestimmten Lied. Genau, aber ja, ganz, also ich mag die Geschichte, vielleicht mag sie jemand anders ja dann auch. Ganz herzlichen Dank, sehr schön. Ich springe weiter zu, wen nehmen wir denn? Vera, hast du einen, ja, wir wissen ja, was du hast. Zwei sogar. Das war sogar. Ja klar. Zwei sogar, genau. Jetzt zwei raus sogar. Damit. Ist mir gerade eben noch eingefallen. Also das Erste, die Brücke natürlich, also nein, ich hatte ja zum Live-Gucken eingeladen per Big Blue Button und es war sehr schön. Ich glaube, wir waren in der Hochphase, waren wir, glaube ich, insgesamt 15 oder 16 Menschen aus ganz Deutschland, die wir uns das zusammen angeguckt haben. Und ich habe mich gefreut und alle anderen auch. Und wir hatten Essen dabei, haben uns zu Frühstücken getroffen am frühen Morgen schon. Genau. Und dann habe ich ein Fähnchen geschwungen und mir die Brückensprengung zweimal angeguckt. Und zwar einmal am Fernseher auf dem Hessischen Rundfunk. Und eine halbe Minute später konnte ich das dann nochmal online sehen, weil das tatsächlich eine sehr starke Verzögerung gab, so zwischen Fernsehen und Internet. Das war sehr schön. Ach so rum. Jetzt habe ich also wirklich, also eine halbe Minute, ich wusste dann schon, es ist alles gut gegangen und alle anderen saßen dann noch so, es ist so spannend. Genau, nee, ich fand das sehr schön. Hat mich sehr gefreut, dass auch so viele Leute gekommen sind tatsächlich. Ja. Ja, wenn es einmal kalt, knallt und raucht. Aber es war ja wirklich schnell zu Ende. Ne? Also ich habe dann auch in der Übertragung, habe ich so ein paar Leute gesehen, die sagten, wie, das war's jetzt schon? So, genau, wie ja meine Erwartung war. Das geht dann, also das steht in keinem Verhältnis, das Geschehen oder die Dauer des Geschehens steht in keinem Verhältnis zu der Spannung, die sich halt über Stunden aufbaut. Das ist irre. Hm? Ja, also es war dann auch Interviews und Filmaufnahmen und es war alles sehr aufgebauscht, ja. Ja. Ich habe extra eine Kartonschlepppause bei einem Umzug gemacht, um die Sprengung zu sehen, schreibt hier eine uns nicht ganz unbekannte Person. Ja, mit der gleichen DNA, na sowas. Genau. Ja, genau. Super. Und das zweite ist ein Video aus, ich glaube, es ist eine Serie von mit Maren Kräumann, die Kräumann heißt, wo sie als Mathe-Leugnerin mal so ein bisschen so diese ganzen Argumente von diesen ganzen Schwurblern, ich füge es mal im Chat ein, das Video, ein bisschen auf die Schippe nimmt, dass halt Mathe eine Fake-Wissenschaft ist und die Regierungen wollen uns unterjochen damit, dass alles irgendwie Kapitalismus, was weiß ich. Also es ist sehr lustig. Ich finde es sehr schön, dieses Video. Und das ist diese Woche ein Blütenschatz gewesen.
Ist das das, wo sie Kundin in der Bibliothek ist oder Bücherei in ist? In der Bücherei eine, und nicht das Geld will. Zahlen will, was es kostet, weil sie einfach anders zusammenrechnet. Ja, ja, und das zeigt halt dieses absurde, diese absurde Sachen, die halt alle Schwurbler seit anderthalb Jahren dauernd von sich geben. Oder länger noch, aber seit anderthalb Jahren fällt es halt so besonders auf. Ja, ich finde es sehr, sehr lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Ja, genau. Mir blieb, ich habe das gesehen und ich konnte auch nicht wirklich lachen. Also der Schlussgag ist dann wieder gut, der hat mich rausgerissen. Genau. Aber bis dahin habe ich wirklich gedacht, boah, wir sind doch jetzt nicht diesen Leuten komplett ausgeliefert. Und jetzt gerade fällt mir ein, dass es im Mittelalter auf den Märkten gab es ja tatsächlich Kontrolleure, die dafür gesorgt haben, dass alle dasselbe Maß benutzen, um sich nicht gegenseitig, damit der eine nicht sagt, hier, was weiß ich, ein Puder ist dies und der andere sagt, ein Puder ist aber jenes, sondern da gab es irgendwie, da fing man an zu normen und zu bestimmen, damit eben fairer Handel möglich ist. Und vielleicht brauchen wir sowas wieder. Wir brauchen wieder so Marktkontrolleure. Ja. Genau, dann kannst du gleich wieder hinten an die Ecke vom Rathaus gehen, wo dann halt die jeweilige Elle angebracht ist. Ne? Und dann steht da, also in Hildesheim steht halt oben dran, du tust die Garnmate. Genau. Also das ist das Garnmaß. Genau. Da kommt das ja alles her, weil die Menschen sich nicht einig werden konnten. Und das ist ja, also anscheinend entwickeln wir uns wieder ins Mittelalter zurück. Super. Ja. Das hat Einstein ja schon gesagt. Ne? Er weiß nicht, womit sie im dritten Krieg kämpfen, aber der vierte werden dann auf jeden Fall wieder Stöcker und Stein oder so. Können wir nicht einfach friedlich zusammenleben? Das wäre ja eine total geile Abwechslung. Ja. Ach, Mann. Naja, gut. Wollen wir jetzt nicht hier in Trübsal verfallen? Nicht, wenn Benny hier auf der Gartenbank gesessen hat. Nein, das geht nicht. Ich kann gerne die Stimmung nochmal heben, wenn ihr wollt. Ja, bitte. Ah, immer, immer. Also ich hätte vielleicht doch noch was, wenn ich ein bisschen... Oh. Ja, das bin ich hier, sorry. Ach so. Das ist mein Kuckuck, der sagt mir, die zwei Stunden sind rum. Oh Gott, oh Gott. wenn ich sozusagen... einen Link in die Runde werfen darf und dabei noch ein bisschen Eigenwerbung machen darf für die Nostalgiker unter den HörerInnen in meiner Generation, die ihre Kindheit am Computer verbracht haben, haben sicherlich viele auch Tony Hawk's Pro Skater gespielt, dieses gute alte Skateboard-Game. Weiß nicht, habt ihr das schon mal, sagt euch das was? Das beste Skateboard-Spiel aller Zeiten? Nur vom Namen. Ich kann sein, dass ich das mal bei meinem Bruder auf der PlayStation gespielt habe oder so, aber das weiß ich nicht, ob es so alt ist oder noch älter. Also es gibt es schon seit Ende der 90er und werden immer noch neue Reihen rausgebracht. Und das Besondere an diesen Spielen war immer der Soundtrack. Das war bekannt für die Soundtracks und hat viele Bands sehr berühmt gemacht. Und während Corona, während ich mit meiner normalen Band nicht auf Tour gehen konnte, habe ich ein Projekt gestartet mit zwei Freunden von mir, wo wir diese Songs covern. Und wer Lust auf diese Mucke hat, auf möglichst genau gecoverte Songs, also wir versuchen nicht, die zu interpretieren, sondern zu covern. Also wirklich 1:1, auch vom Sound und von jeder Schlag sitzt genau, wo das Original sitzt. Wer darauf Lust hat, das macht teilweise sehr, sehr gute Laune, deswegen kam ich drauf. Da so Punk, Rock, Ska, alles mögliche, Metal und so weiter. Das Projekt heißt The Hidden Tape und das könnt ihr euch gerne mal reinsehen. Das ist irgendwie auf Facebook und auf Instagram The Hidden Tape. Und ich kann den Link auch hier gerne mal in den Chat auch selber reinhauen. Für Nostalgiker wie die Videospielbranche ist das, glaube ich, genau das Richtige. Viel Spaß dabei. Ja, ist sehr schön. Dankeschön. Dankeschön. Gerne. Super. Ich habe noch den Lars vergessen, ne? Lars, hast du noch einen blöden Scherz? Hey, ja, ich muss nur eben gerade in die Shownotes was notieren. Ja, so. Schreib mal erstmal was in die Shownotes und dann. Ich bin schon soweit. Also, ich weiß gar nicht genau, was der Trigger dafür war, irgendwie die Tage nochmal das Bernsteinzimmer in meinem Kopf gehabt. Wenn es also irgendjemand sucht, in meinem Kopf ist es drin. Okay. Sehr gut. Da habe ich mich erinnert, dass ich vor... Gott, so gut war der nicht. Doch, sehr unerwartet. Unerwartet, genau.
Wenn, also ich habe dann mich erinnert, dass ich vor längerer Zeit mal eine Vrindt-Episode gehört habe, wo Holgi eben mit Matthias von Hellfeld spricht, von dem mal eben bei DLF History immer die Rede war, der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hätte. In diese Episode habe ich mich erinnert und habe sie mir dann nochmal angehört. Es ist Vrindt 635, das Bernsteinzimmer. Und in dieser Episode erzählt der Matthias von Hellfeld, was es mit diesem Spruch beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat, auf sich hat. Und wie es dazu kam und dass die tatsächlich konkret gesucht haben und auch warum. Das Ende ist ein bisschen abrupt, aber die Geschichte bis dahin ist sehr spannend anzuhören und das ist dann eben nicht nur eine Sache, über die Matthias von Hellfeld berichtet, sondern die hat er selbst erlebt. Und da ich ihm sowieso unheimlich gerne zuhöre, ist das zum einen ein Blütenschatz, zum anderen ist er sprachlich noch mal etwas lockerer als sonst in dieser Episode, wahrscheinlich weil er von eigenen Erlebnissen spricht. Und auch wenn das Ding halt schon einige Jährchen auf dem Buckel hat, ich guck mal gerade, die ist von 2016, 11. Dezember 2016. Nee, Quatsch. Auf jeden Fall 2016. So, er hat mir jetzt noch mal gut gefallen und deswegen ist das ein Blütenschatz. Vielleicht war es ja sogar schon mal einer. Keine Ahnung. Großartig. Ich kann mich auch ganz, ganz dunkel erinnern. Ich weiß, aber Details weiß ich auch nicht mehr. Aber Hellfeld ist einfach immer gut gewesen. Oder macht er das noch immer? Ich bin gar nicht auf dem Laufenden. Was macht er noch immer? Diese Zweitverwertung von DLF Nova, eine Stunde History in Vrindt? Also er spricht mit Holgi immer noch in Vrindt über die gleichen Themen, aber ja, im gleichen Feed tauchen nicht mehr die DLF-Episoden auf. Das ist schon länger weg. Ich gebe auch zu, dass ich die mir eher selten angehört habe, sondern eher das Gerede von Matthias von Hellfeld mit Holgi, ja, zu den Themen. Ja. Das war auch, also ich habe mal, das habe ich auch nur selten gemacht, dass ich sozusagen eine Stunde History da daneben gehört habe und das war das mache ich nur, wenn das Thema mich wirklich sehr, sehr brennend interessiert. Ja, also aber der Kontrast war so deutlich, dass ich es nicht mehr genießen konnte. Sagen wir es vorsichtig. Und was mir noch so aufgefallen ist, aber vielleicht liegt es auch an mir, keine Ahnung, ich hatte zumindest den Eindruck, sagen wir es mal so, über die Zeit wurde der Matthias von Hellfeld bei Vrindt immer lockerer, auch was seine Wortwahl angeht. Also er ist inzwischen auch mit Meinungsäußerungen recht deutlich dabei, was ich sehr erfrischend finde in dem Format. Also da höre ich tatsächlich, glaube, quasi jede Folge. Und die kommen regelmäßig nach. Okay, die sind beide immer noch aktiv. Das ist schön zu hören. Ich habe da irgendwann aufgehört, regelmäßig zu hören. Das ist, naja, wie es das ist. Aber wo du gerade sprichst, wir haben, das wollte ich eigentlich eingangs noch gefragt haben. Hast du denn jetzt verfolgt, wie Matthias Maurer ins Weltall gekommen ist? Ja, das habe ich getan. Ich bin also nochmal nach Oberpfaffenhofen gereist und bin dann gegen, ich glaube, 1:30 nachts aufgestanden und bin rüber zum Deutschen Raumfahrtkontrollzentrum getapert. Ach, so Schande. Und ja, um 3:03 Uhr konnte man dann also aus so einem, sie nennen es da die Brücke, was ein Gang ist zwischen den Kontrollzentren, die sie da haben, konnte man also durch eine große Glaswand in das Kontrollzentrum hineingucken, wo dann eben auf einem der großen Leinwände dort der Start übertragen wurde. Das war natürlich was Schickes, das in diesem Ambiente zu erleben, aber das Kontrollzentrum selbst hatte an dem Abend für diesen Start keine Bedeutung. So, das war eine kleine Informationsveranstaltung, die man eben dort im GESOG dann besuchen konnte und das habe ich auch nicht bereut. Okay, also im dritten, das war der dritte Versuch dann, ne?
Der dritte Terminversuch, den wir da hatten, und der zweite, zu dem ich hingefahren bin. Ja. Ja. Also die Absage des mittleren Termins kam noch rechtzeitig, dass ich mich gar nicht in den Zug gesetzt hatte. Ah, immerhin. Es ist gut gegangen. Gut angekommen. Jetzt musst du ja 2 Nächte irgendwie behelfsmäßig schlafen, weil sie da irgendwie so einen Sicherheitsmodus einnehmen mussten. Aber jetzt scheint auch alles in Ordnung zu sein. Hoffentlich. Ja, wollen wir hoffen. Über die näheren Gründe, warum da der Sicherheitsmodus eingegangen werden musste, gehen wir jetzt nicht ein, sonst kriege ich wieder schlechte Laune. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja diesen Sendegarten mit guter Laune beenden. Habe ich jemanden übersehen und jemandens Blütenschatz nicht abgefragt? Ich habe keinen, also von daher bin ich heute auch wieder mutig. Gut, wenn keiner schreit, dann werde ich wohl alles richtig gemacht haben. Und dann kommen wir in die Schlusskurve, nämlich dem Dank. Dieser Sendegarten funktioniert nur, weil hier eine großartige Mannschaft mitwirkt und weil immer wieder Gäste sich finden, die sagen, oh, wir setzen uns gerne mal auf die Gartenbank und lassen uns ausquetschen. So wie heute der Benny vom High-Alarm-Podcast und von der Bommel-Show. Das muss ich nochmal raussuchen, was das Bommel genau ist. Bommel-Show Entertainment Podcast Kurs BZIP. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du auch so relativ kurzfristig hier gesagt hast, heute Abend mache ich mir den Abend frei und setze mich zu euch. Vielen Dank dafür. Ich habe zu danken. Das hat mich sehr gefreut, mich selber die Anfrage gefreut und es hat ja auch alles wunderbar geklappt. Ja, es hat alles wunderbar geklappt. Das sah am Sonntag noch nicht so aus, aber tschack. Manchmal funktionieren die Sachen auch und dann ist es einfach schön. So, aber wer immer dabei ist, ist die Crew vom Sendegarten und ich fange mal, ich weiß nicht wo an, bei der Vera. Herzlichen Dank, Vera, dass du dabei gewesen bist. Ja, gern und danke dir auch. Ja, auch gerne, dankeschön. Und danke dann, Claudia. Ja, auch danke und war wieder ein super schöner Abend mit euch. Fein. Wo du so viel anderes um die Ohren hast, nimmst du dir trotzdem immer noch die Zeit. Danke dafür, vor allen Dingen. Ja, nee, genau deswegen, weil ich glaube, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit nur irgendwie meine Deadlines abarbeiten würde, würde ich ja irgendwann auch wahnsinnig werden. Da habe ich ganz gerne zwischendrin ein bisschen Zeit mit lieben Menschen. Dito. Wie schön. Ja. Lieber Mensch, Lars, danke schön, dass du da gewesen bist. Ja, es war mir wie immer eine Freude. Hat mir Spaß gemacht. Das ist natürlich das Beste, was man hören kann. Und natürlich ganz selbstverständlich der besondere Dank an den, der das hier technisch alles zusammenhält und auch so schöne Wortbeiträge macht, wenn auch wenige, aber dann immer sehr schön. Der Sebastian, vielen Dank dafür. Ja, immer wieder gerne. Und der Dank geht natürlich auch an alle, die den Sendegarten jetzt hier konsumieren. Und zwar die, die uns hier live begleiten bei dem, was wir hier produzieren und auch den Chat mitfüllen und auch Hinweise geben, wie der Gandalf gerade, dass er diesen Termin uns gegeben hat. Wunderbar, so funktioniert natürlich die Community richtig, richtig gut. Und natürlich aber auch an alle, die den Podcast einfach in der Konserve hören, so wie ihr Podcast, der eigentlich gedacht ist als Begleitmedium, ja, bei allem, was man so tut. Und wenn man einfach nur vielleicht, keine Ahnung, die Wäsche macht oder spült, da ist so ein Podcast ja vielleicht auch immer ganz nett auf den Ohren. Herzlichen Dank dafür, dass, ja bitte? Ich will nur kurz sagen, wie beeindruckt ich bin von den Hörerinnen und Hörern, die hier im Chat einfach innerhalb von Sekundenbruchteilen die Links raushauen zu den Themen, die wir gerade besprechen. Ich bin da, ich habe das verfolgt, ich bin da mega beeindruckt von, also Respekt. Also wirklich, wir überlegen, worüber, wie hieß das noch? Und brummst im Chat schon längst einen Link dazu. Also echt krass. Ist das hier immer so? Ja, anscheinend schon. Finde ich total super, dass du das erwähnst. Das ist tatsächlich schon so geübt und dass mir das gar nicht mehr als so besonders auffällt, aber du hast völlig recht. Super, das ist krass. Was sehr Besonderes, ja. Ganz das genau. Ist mit größten Respekt und dann in die Richtung großen Dank, also krass. Das ist immer total super, großartig. Ich freue mich immer, wenn ich einmal schneller bin als wer anderer. Einfach selber schon wissen, worüber man spricht und dann direkt reinhauen. Ja, genau, da muss man immer gut vorbereitet sein, ne? Und dann halt. Was mir gerade einfällt.
Genau, ich habe mir schon einen Wikipedia-Eintrag vorbereitet. Selbst geschrieben. Ja, ja, genau, genau, genau. Ja, aber danke, dass du da nochmal das Augenmerk drauf richtest. Das ist wirklich gut. Und das ist schön. Das ist eine tolle Dynamik. Da macht es einfach doppelt Spaß. So, und aber danke an alle, die jetzt nicht hier in den Chat geschrieben haben, sondern wie gesagt den Podcast einfach aus der Konserve hören. Eure Ohren sind uns genauso wichtig. Dankeschön dafür, dass ihr uns diese leiht. Und damit geht der Sendegarten für heute zu Ende. Die 134. Ausgabe macht zu. Und wir wünschen euch noch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Ciao.